Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt 57, Antrag der Fraktion der CDU, treffend Aktuelle Stunde, Opel Rüsselsheim, stärker Standort für Forschung, Entwicklung und Produktion. Hessen steht weiterhin fest an der Seite der Opel-Beschäftigten. Anschließend Punkt 57 mit aufgehoben, dringlicher Antrag der Fraktion der FDP, betreffend Opel, und 59, dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, betreffend Sicherung der Arbeitsplätze bei Opel. Bitte. Die Überschrift war dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Opel und die weitere Entwicklung der hessischen Automobilindustrie. Habt ihr das verstanden? Gut. Dann wird zunächst der Ministerpräsident das Wort bekommen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir vereinbart haben, dass alle Fraktionen die gleiche Redezeit haben wie der Ministerpräsident. Spricht jetzt der Ministerpräsident. Sie haben das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Opel ist seit Generationen ein starkes Stück Hessen, und wir wollen alles dafür tun, dass es auch in Zukunft so bleibt, meine Damen und Herren. Opel ist ein starker Standort für Forschung, für Entwicklung, für Produktion und natürlich auch Arbeitgeber für viele Tausende Menschen und ein herausragender Industriestandort für unser Land. Genau darum geht es, zu schauen, wie auch zukünftig dieses gesichert werden kann. Am Dienstag vor einer Woche wurde die Landesregierung und, wie sich später herausstellte, auch die Bundesregierung, aber auch die Unternehmensleitung von Opel, auch die Gewerkschaften und die Betriebsräte völlig überrascht von der Meldung, General Motors wolle Opel verkaufen. Sofort kamen nicht nur bei den Beschäftigten Erinnerungen wieder hoch an die zurückliegenden Krisen, an die Verkaufsabsichten von General Motors aus früherer Zeit und die damit verbundenen Verunsicherungen und Veränderungen. Die Landesregierung, durch mich und Kollegen Al-Wazir, haben bereits an diesem Dienstag selbst mit der Unternehmensleitung, mit den Gewerkschaften, also mit dem Vorstandsvorsitzenden Neumann, mit Herrn Dr. Schäfer-Klug und dem Rüsselsheimer Oberbürgermeister Herrn Burkhardt Kontakt aufgenommen, um zu erfahren, was eigentlich los ist. Ich habe an dem gleichen Tag mit der Bundeskanzlerin telefoniert, und wir haben vereinbart, dass wir Bundesregierung wie auch Landesregierung und einen Tag später haben wir das auch gemeinsam mit Rheinland-Pfalz und Thüringen getan, zwei weitere Standorte, uns nicht nur eng miteinander informieren, sondern auch abstimmen, wie es weitergehen soll. Am vergangenen Mittwoch, also Mittwoch gestern vor 8 Tagen, gab es dann unter Führung der Bundeswirtschaftsministerin die erste gemeinsame Runde mit der Unternehmensleitung, mit den Betriebsräten und den drei Ministerpräsidenten, um uns abzustimmen, wie wir in diesem Prozess miteinander vorgehen. Die Bundesregierung hat dann Wirtschaftsstaatssekretär Machnik zum Koordinator auf der Ebene der Bundesregierung ernannt. Und wir haben gemeinsam vor 2 Tagen bei Opel sehr intensiv miteinander die Dinge erörtert und uns gemeinsam auch verständigt, wo wir hinwollen. Am Nachmittag habe ich mit der Bundeskanzlerin noch einmal mich verständigt. Das ist bekanntlich der Tag gewesen, an dem der Chef von Peugeot, Herr Tavares, mit der Bundeskanzlerin gesprochen hat. Meine Damen und Herren, inzwischen sieht man klarer. General Motors und auch Peugeot bzw. PSA haben bestätigt ihre Verkaufsabsicht. Und ich gehe davon aus, dass in sehr überschaubarer Zeit eine grundsätzliche Vereinbarung zwischen diesen beiden Konzernen getroffen wird. Das ist das berühmte Signing, nichts anderes als eine Art Grundvertrag, dass man sich verständigt habe, diesen Verkauf zu vollziehen. Dann wird nach meiner Einschätzung es einige Monate dauern, in denen die konkreten Verhandlungen stattfinden, bis zu dem sogenannten Closing, wo man dann eben weiß, was konkret vereinbart wird. Und genau da setzt es ein, und genau in dieser Zeit muss alles getan werden, damit dieser Standort Rüsselsheim und natürlich auch die anderen Standorte nicht nur bis 2020, sondern über 2020 hinaus eine Zukunft haben, in der dieses Unternehmen wettbewerbs- und zukunftsfähig ist. Ganz wichtig und für die Beschäftigten natürlich von überragender Bedeutung, was wird aus ihren Arbeitsplätzen? Für mich ganz
erfreulich, und ich denke für alle auch, dass am vergangenen Montag zwischen dem Europäischen Betriebsrat von Opel und dem Vorsitzenden der IG Metall und Herrn Tavares es eine Begegnung gab, in der PSA versicherte, dass man die bisherigen Vereinbarungen, also das, was General Motors für Opel zugesagt hat, einhalten wolle und übernehme. Das ist aus unserer Sicht zwingend, aber nun keineswegs wieder selbstverständlich, wenn es um eine solche Großtransaktion geht. Wenn wir uns das näher anschauen, geht es um den Kündigungsschutz und es geht um Investitionsverpflichtungen, sodass ich davon ausgehe, das ist auch die allgemeine Meinung, sowohl von den Gewerkschaften bis hin zur Bundesregierung, dass es ernst gemeint ist, wenn PSA sagt, wir übernehmen diese Verpflichtungen. Das ist schon einmal gut. Das führt auch dann zu einer gewissen Beruhigung. Wichtig ist natürlich die Frage, was passiert nach 2020. Und deshalb, meine Damen und Herren, ein Blick auf die Gesamtsituation. Die Automobilindustrie ist in einem dramatischen Umbruch. Sie muss gleichzeitig eine ganze Reihe von Herausforderungen stemmen, die ein einzelnes Unternehmen in aller Regel nicht stemmen kann. Zur allgemeinen Erinnerung, das ist auch die Abteilung Politik. Wenn wir Vorgaben machen, dass z.B. der Schadstoffausstoß immer geringer wird, dann muss vorhandene Technik auf immer höherem Niveau entwickelt werden. Das gilt sowohl für die Ottomotoren wie auch für den Diesel. Das bedeutet hohe Aufwendungen in die bisherige Technik. Es kommt aber etwas hinzu. Jeder weiß, dass die Zukunft der Automobilindustrie sich verändern wird. Es ist nur noch nicht so ganz klar, wohin. Wir reden von Elektromobilität, von einer Batterietechnik, wir reden von Brennstoffzellentechnologie, wir reden von Hybridtechnologie. Dies alles gleichzeitig und alles sozusagen nebeneinander. Und obendrauf die große Herausforderung der Digitalisierung, Stichwort selbstfahrendes Auto. Jede dieser Entwicklungen macht Milliardeninvestitionen erforderlich, die kein normales Unternehmen alleine stemmen kann. Das kann Opel nicht und nach allgemeiner Einschätzung auch PSA nicht. Daraus ergibt sich dann eine Chance, wenn man sagt, die beiden gehen zusammen. Daraus wird dann der zweitgrößte Automobilkonzern Europas. Sie erreichen eine kritische Größe, indem sie diese Herausforderungen stemmen können, neben vielen anderen Fragen mehr. Wenn man das sich anschaut und wenn man insbesondere auch intensive Gespräche geführt hat wie ich, dann darf ich Ihnen sagen, die Stimmung bei Opel ist heute komplett anders, als sie z.B. vor einigen Jahren war, als es auch um die Zukunft von Opel ging. Seinerzeit herrschte Panik, teilweise Verzweiflung. Das ist heute anders. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Unternehmensleitung sind der Auffassung, dass hier Chancen bestehen. Niemand wird mit Sinn und Verstand davon ausgehen dürfen, dass sich gar nichts verändert. Aber mit und ohne Verkauf würde sich die Dinge auch verändern. Und deshalb will ich mich nicht beteiligen an den Untergangspropheten, die mit regelmäßiger Reihenfolge immer erklären, wie viele tausend Arbeitsplätze das alles kosten wird, welche Standorte geschlossen werden. Meine Damen und Herren, das sind letztlich Spekulationen, und da tröstet mich auch nicht Expertentum. Uns kann es doch nicht darum gehen, das Elend zu beschreiben, und es kann auch nicht darum gehen, die Menschen noch zu verunsichern. Es muss darum gehen, nüchternen Blick zu bewahren. Nüchternen Blick und die Stärken, die Opel hat, auch entsprechend zu entwickeln. Meine Damen und Herren, im Rahmen einer Aktuellen Stunde und begrenzter Redezeit will ich nur einen Hinweis geben. Das Entwicklungszentrum, das wir in Rüsselsheim haben, ist das größte der Welt von General Motors. Dort arbeiten 7.000 Ingenieure, 3.000 zurzeit nur für General Motors Produkte. Es wird noch Jahre dauern, bis man Opel aus dem Konzern General Motors herausgelöst hat, in die neue Zukunft sozusagen integriert hat. Auf beiden Seiten des Atlantiks werden noch Jahre Autos gebaut, die in ihren Komponenten dann zusammengesetzt werden, die immer noch unter General Motors laufen. Also das wird Jahre dauern.
Und hier sind viele Experten. Wenn Sie sich allein einmal vorstellen, wie kompliziert es ist, die IT-Technik von zwei Weltkonzernen irgendwie kompatibel zu machen, darf man davon ausgehen, dass da noch eine Menge Zeit vergeht. Trotzdem, die Herausforderung ist gewaltig. Und warum ist das Entwicklungszentrum so wichtig? Ich mag mir nicht vorstellen, egal wie das am Ende im Einzelnen aussieht, dass ein Konzern, der auf Zukunft setzt, und warum sollte es PSA sonst überhaupt machen, so töricht wäre, das Herzstück, das wertvollste Stück der Zukunftsgestaltung zu opfern. Motoren zusammenschrauben, das können Sie überall auf der Welt. Aber forschen, moderne Technologie, moderne Werkstoffe und das in exzellenter Weise zusammenzuführen, das braucht viel, viel Expertise, das braucht viel Erfahrung, das braucht viel Know-how und das braucht diese exzellenten Ingenieure, die wir dort haben. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass Rüsselsheim und Opel auch eine Zukunft hat über 2020 hinaus. Und dafür wollen wir werben und das wollen wir unterstützen. Und das ist vielleicht die wichtigste Botschaft dieses Tages, meine Damen und Herren. Es wird einigen von Ihnen so gehen wie mir. Ihr werdet permanent gefragt, im Fernsehen und so weiter, ja, was kann denn die Politik überhaupt machen? Damit es klar ist, wir sollten uns nicht wichtiger nehmen, als wir sind. Wir können keine Autos bauen. Wir sollten es auch nicht versuchen. Wir könnten auch wahrscheinlich nicht sehr gut einen Weltkonzern führen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber drei Dinge können wir tun. Erstens können wir allen Betroffenen unsere Solidarität vermitteln und ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Zweitens können wir darauf dringen und deutlich machen, dass wir erwarten, dass die Vereinbarungen, die es gibt, eingehalten werden und dass die weiteren Dinge, auch die weiteren Verhandlungen, nach dem deutschen Mitbestimmungsrecht zu vollziehen sind. Meine Damen und Herren, ich habe das Gefühl, und nicht nur ich, es wird klug sein, und Herr Tavares scheint genau diesen Weg zu gehen, diesen Transformationsprozess nicht nur für die beiden Unternehmen, sondern einer ganzen Schlüsselindustrie, nicht gegen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, sondern mit den Arbeitnehmern zu machen und auch mit denen, die vor Ort eine gewisse Verantwortung tragen. Denn die Herausforderungen sind gigantisch. Und zum Dritten, was kann Politik tun? Politik macht eine ganze Menge. Wir setzen Rahmenbedingungen. Die kann man für richtig oder falsch halten. Aber wir setzen sie. Wer technologische Standards vorschreibt, wer eine ständige Reduzierung der Schadstoff- oder Emissionen vorschreibt, der macht Politik. Das wollen wir. Wir können nicht auf der einen Seite über die Rettung des Klimas reden und auf der anderen Seite außer Acht lassen, was das nun ganz konkret bedeutet. Dort einen klugen Weg zu gehen, beides im Blick zu haben, und das, was diese Regierung sich besonders auf die Fahnen geschrieben hat, Ökologie und Ökonomie zusammenzubringen, das kann und das muss Politik. Und, meine Damen und Herren, die Frage, ob ein Konzern im globalen Handel die Chance hat, sich zu positionieren, hängt extrem davon ab, welche Freihandelsabkommen es gibt, hängt extrem davon ab, wie z.B. im Rahmen des Brexit die Situation geklärt wird, wie werden denn die Handelsbeziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Europa sein. Das hängt extrem davon ab, ob es Märkte gibt, die geschlossen sind oder die offen sind. Das alles ist ohne Politik nicht leistbar. Und wenn es eines Beweises bedürfte, warum eigentlich hat Herr Tavares, der Chef von PSA, das Gespräch mit der Bundeskanzlerin gesucht? Weil die beiden sich mal treffen wollten, das ist doch Unsinn. Jedes große Unternehmen weiß, dass eine Zukunftsentwicklung ein ganzes Stück davon abhängig ist, wie sich auch die politischen Rahmenbedingungen entwickeln. Und deshalb, meine Damen und Herren, wenn wir uns heute im Hessischen Landtag mit dem Thema Opel und seiner weiteren Entwicklung beschäftigen, dann tun wir das nicht, um uns wichtig zu machen, um uns zu inszenieren, sondern wir machen das deshalb, um deutlich zu machen, dass uns das Schicksal von tausend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, das Schicksal einer ganzen Region nicht egal ist. Und deshalb ist es wichtig, dass der Hessische Landtag heute ein eindeutiges Signal setzt, meine Damen und Herren. Hessen und die Hessische Landesregierung hat eine lange Geschichte in der Begleitung von Opel. Beim letzten Mal sind wir sogar mit einer sehr namhaften Bürgschaft in die Diskussion gezogen. Sie werden sich vielleicht noch erinnern.
Da ging es um die Frage, ob fällige Rechnungen überhaupt noch bezahlt werden können. Darum kann es heute nicht mehr gehen. Aber dass wir alles tun, was wir können, in dem beschriebenen Maße, damit Opel in Rüsselsheim und natürlich auch die anderen Standorte, aber heute reden wir über Opel, das größte Industrieunternehmen, das wir in Hessen haben, eine erfolgreiche Zukunft hat, das ist unsere Agenda. Und das ist nicht nur wegen Opel, das ist nicht nur wegen des Standortes und der Region, sondern das ist wichtig für unser ganzes Land. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich will nicht so weit gehen, zu sagen, wenn es Opel gut geht, geht es auch Hessen gut. Aber wenn es Opel schlecht geht, ist uns das nicht egal. Das hat Auswirkungen weit über das Unternehmen hinaus. Und deshalb ist es richtig, dass wir heute hier und an vielen anderen Stellen unsere Solidarität zeigen, unsere Hilfsbereitschaft und unseren politischen Kompass und unsere politischen Möglichkeiten so einsetzen, dass nicht nur heute, sondern auch morgen wir sagen können, das Werk, die Beschäftigten und dieses Land hat eine gute Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Beginnt die Aussprache der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Kollege Michael Boddenberg. Wir haben 15 Minuten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen auch die Vertreter der Stadt Rüsselsheim auf der Tribüne. Ich gebe zu, als wir über die Aktuelle Stunde und die Themensätze der Aktuellen Stunde nachgedacht haben, war ich kurz im Zweifel, ob wir Opel zum Thema machen sollten, vor dem Hintergrund, dass es in den ersten Tagen – der Ministerpräsident hat eben die Abläufe der letzten Tage mal kurz skizziert – durchaus Stimmen gab, die die Meinung vertraten, was hat denn die Politik in dieser Frage zu tun, welche Spielräume und Möglichkeiten hat sie. Der Ministerpräsident hat, glaube ich, gerade zu Recht gesagt, dass wir sehr wohl eine ganze Reihe von politischen Maßgaben haben und die Gespräche von Herrn Tavares mit der Kanzlerin, mit Frau May und anderen Politikern zeigen ja, dass auch das Unternehmen erkannt hat, dass es wohl klug ist, sich mit der Politik zu arrangieren. Trotzdem hat es eine Reihe von Überschriften gegeben, die das völlig anders sehen. Und ich gebe zu, ich ärgere mich ein bisschen. Ich darf das mal hochhalten. Das ist die Neue Zürcher Zeitung. Da steht etwas von profilierungssüchtigen Politikern. Ich stelle mir schon die Frage, deswegen habe ich auch nur wenige Sekunden zum Nachdenken gebraucht, ob wir das heute hier thematisieren, was eigentlich die ein oder andere Journalie geschrieben hätte, wenn wir das hier völlig außer Acht gelassen hätten. Insofern will ich auch und gerade deutlich machen, der Ministerpräsident hat das eben gesagt, dass es hier auch um ein deutliches Signal an die vielen Tausend Beschäftigten geht. Und wenn Ludwig Erhard mal davon gesprochen hat, dass 50 % der Wirtschaft Psychologie sind, dann hat sich, glaube ich, an diesem Umstand wenig bis gar nichts geändert. Und diese Psychologie hat nicht nur etwas mit den Konsumenten und dem Verhalten von Konsumenten in den Märkten zu tun, die hat etwas zu tun auch mit der Aufstellung von Unternehmen. Und ich sage mal, gerade mit Blick auf Opel auch ganz deutlich zu tun, damit tritt ein Unternehmen aus guten Gründen selbstbewusst auf diesen Märkten auf. Und wenn man sich einmal die Geschichte der letzten Jahre, nicht der letzten 88 Jahre anschaut, das war, glaube ich, der Zeitpunkt damals der Übernahme durch GM von Opel anschaut, dann muss man zunächst einmal eines feststellen, was dieses Unternehmen und die Beschäftigten gerade in den letzten 16, 17 Jahren geleistet haben, ist außergewöhnlich. Das betrifft zum einen die betriebswirtschaftliche Seite. Das Unternehmen ist und war jüngst auf einem guten Weg zu zunächst einer schwarzen Null und in die Gewinnzone und hat dummerweise mal wieder durch äußere Umstände dort einige Rückschläge hinnehmen müssen mit dem Brexit. Der Oberstvorstandsvorsitzende hat auf einer Veranstaltung vor wenigen Monaten, die wir gemeinsam hier im Rhein-Main-Gebiet durchgeführt haben, gesagt, na ja, wir haben dort 85 % Importe der Zulieferer zu Vauxhall in England. Also nur eine Wertschöpfung von Vauxhall in England von 15 %. Und bei einem Verfall des Pfundes und nach dem Brexit hat es diesen gegeben, bedeutet dies mehrere hundert Millionen mehr Aufwand in der Produktion in England für die dort produzierten Fahrzeuge. Also ein Umstand, mit dem ich glaube niemand von uns, aber eben halt möglicherweise auch viele Unternehmen nicht gerechnet hatten, dass die Engländer sich so entscheiden würden, wie sie es dort im Juni getan haben.
dass wir aus ganz anderen geopolitischen Gründen mit den Russen zurzeit große Auseinandersetzungen haben, die sich dann aber durch die Maßnahmen der westlichen Welt, der Europäischen Union, der Amerikaner im Sinne von Handelsboykotten und Beschränkungen niederschlagen, hat Opel auf dem Weg in die Märkte der Russischen Föderation ebenfalls massiv beeinträchtigt und dazu geführt, dass sich Opel dort weitestgehend eigentlich komplett zurückgezogen hat. Um nur einmal zwei Bereiche zu nennen, von denen ich sage, trotzdem das Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Forschungsabteilung tolle Erfolge für sich verbuchen können, sehr fleißig gearbeitet haben, Verzicht geübt haben. Ich erinnere noch einmal daran, um die Jahrtausendwende hat GM bei den Standorten, bei allen Standorten in Europa 12.000 Beschäftigte abgebaut. Ist es leider bis heute so, dass eben halt auch äußere Umstände dazu führen können, dass Unternehmen in Schwierigkeiten geraten. Und umso mehr ist es und war es uns wichtig, und ich bin ausdrücklich dankbar auch den Sozialdemokraten als mit in dieser Frage genauso involvierten Oppositionspartei, dass wir einen gemeinsamen Antrag heute auch verfasst haben, in dem wir sehr klar zum Ausdruck bringen, dass wir ein Signal an die Beschäftigten, an die Unternehmensleitung einerseits senden wollen, aber andererseits auch deutlich machen wollen, das, was jetzt passiert, ist ein Wandel, ist eine Veränderung, in der aber auch Chancen und nicht nur Risiken und Lasten und Unzumutbares liegen. Und der Ministerpräsident hat die Automobilwirtschaft und die Entwicklung dort angesprochen. Ja, wir reden heute nicht mehr nur über die klassische Old Economy oder die klassische Automobilwirtschaft der letzten Jahrzehnte. Die Produkte, die dort gefertigt sind und die der Markt sucht, sind Mobilität. Und wenn man sich seit Jahren darauf vorbereitet, einerseits in den etablierten Automobilindustrieunternehmen, aber weiß, dass sich Märkte auch teilweise dramatisch verändern, was die Beschäftigung von Unternehmen mit neuen Produktzweigen und Entwicklungen anbelangt, dann könnte man auf die Idee kommen, dass, wenn es um die Frage der Digitalisierung geht, und das ist ja nicht nur die Verbesserung der Technik im Auto selbst, sondern das ist Satellitennavigation, das ist Vernetzung von Fahrzeugen untereinander, die am Ende zu besserer Mobilität, mehr Effizienz in der Mobilität führen, aber am Ende auch dazu führen, dass wir ökologisch uns mit den Produkten, die dort unterwegs sind, besser aufstellen. Wenn man sich das anschaut, könnte man auf die Idee kommen, dass in Silicon Valley einige große Unternehmen, ich nenne mal Alphabet, sitzen, die bisher sich eher im digitalen Bereich, im klassischen Bereich beschäftigen und dort enorme Gewinne und Eigenkapitalgrößenordnung angesammelt haben. Nur einmal als eine Zahl vielleicht so zwischendrin. 150 Milliarden Eigenkapital bei Alphabet, der Mutter von Google, mit einem hohen Liquiditätsgrad in den Bilanzen, was wiederum bedeutet, wenn die denn eines Tages mal auf die Idee kommen und sagen, das Einzige, was wir in der Frage Mobilität zurzeit noch nicht können, ist das eigentliche Auto bauen, könnte man ja auf die Idee kommen, auch auf deren Seite auf die Idee kommen, zu sagen, dann kaufen wir uns halt ein Automobilunternehmen. Ich will das einfach nur einmal als mögliche Skizze für das, was da passieren kann, hier in den Raum stellen und sagen, in einer solchen Zeit ist es wichtig, dass die klassischen Automobilhersteller ihre Kräfte bündeln. Deswegen glaube ich, ist das eine oder andere, was dort in den Zeitungen steht, jedenfalls aus meiner Sicht plausibel, wenn es dort zu lesen ist, dass PSA als die potenzielle Käuferin in den letzten Jahren die Forschungs- und Entwicklungskosten deutlich zurückgeführt hat, um das Unternehmen betriebswirtschaftlich wieder aus Kurs zu bringen. Und andererseits, auch darauf ist eben hingewiesen worden von Volker Bouffier, gerade dort eine wirklich herausragende, überdurchschnittliche Schwerpunktsetzung bei Opel hier in Rüsselsheim seit vielen Jahren liegt mit dem Forschungszentrum, dann kann man ja vielleicht auf die Idee kommen, dass die Dinge gar nicht so schlecht zueinander passen und dass PSA ein hohes Interesse daran hat, auch und gerade das Know-how, das dort entwickelt worden ist, zu erwerben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will noch einen Punkt nicht auslassen. Ich will deutlich sagen, dass ich glaube, wir aber auch nicht aus dem Blick verlieren dürfen, dass es am Ende des Tages immer bei dem, was sich dort entwickelt, darauf ankommen wird, dass unser Land und die Standorte der Unternehmen in unserem Land wettbewerbsfähig bleiben. Und das erfüllt mich denn schon auch mit der ein oder anderen Sorge. Und da haben Sozialdemokraten und Christdemokraten, glaube ich, in den nächsten Monaten vieles zu tun in einer grundsätzlichen Auseinandersetzung, nämlich bezüglich der Frage, sind und bleiben wir wettbewerbsfähig. Und wenn der Bundesverband der deutschen Automobilwirtschaft erklärt, wir brauchen, darauf ist der Ministerpräsident ebenfalls eingegangen, eine Balance zwischen Industriepolitik und dem, was Klimaschutz heißt, dann ist das genauso richtig, wie wenn Sie zu Recht darauf hinweisen, dass in den letzten Jahren viele deutsche Unternehmen, aber auch Unternehmen der Automobilindustrie
eine etwas aufgehende Schere haben zwischen Produktivitätssteigerung und Kostensteigerung, insbesondere im Bereich der Arbeitskosten. Das kann man nun doof finden. Ich glaube, wir sollten es ernst nehmen, wenn das als Problem beschrieben wird, was wiederum bedeutet, wir müssen als Politik darauf achten, dass die Arbeitskosten in unserem Land wettbewerbsfähig bleiben. Das heißt nicht Dumpinglöhne. Das heißt aber auch nicht, und da bin ich schon auch ein bisschen im Bundestagswahlkampf, darüber werden wir streiten müssen, dass der Kanzlerkandidat, der designierte Kanzlerkandidat der SPD unterwegs ist und dort Dinge aufruft, Fakten und Tatsachen behauptet, die am Ende ein paar Tage später, Gott sei Dank heute geschehen, zurücknehmen muss, aber die in den Kern dieser Problematik reichen, nämlich beispielsweise zu behaupten, dass 40 %. Lassen Sie mich doch mal, das ist doch, glaube ich, hier statt auf. Dass 40 %. Ja, ich. Meine Damen und Herren, einen Moment bitte. Ich bitte Sie um Aufmerksamkeit. Ich ausreden lassen. Herr Schäfer-Gümbel kann das ja nachher kommentieren. Also, wenn dort in den letzten Tagen behauptet, nein, ich komme zum Thema, Herr Kollege Becker. Also, wenn dort behauptet wird, dass zwischen 25 und 35-Jährigen 40 % befristete Arbeitsverhältnisse haben, und heute Bild-Zeitung, Sie können ja sagen, ob das falsch ist oder nicht, sagt, eigentlich sind es aber nur 12 %. Dann zeigt das, dass wir Acht geben müssen, dass wir ein Problem, das ich nicht wegrede, ich hätte auch lieber nur dauerhafte und unbefristete Arbeitsplätze. Aber dann zeigt das doch, dass wir über diese Fragen reden müssen, denn das haben wir ja seinerzeit Agenda 2010 als Stichwort nicht gemacht, um die Leute zu ärgern, sondern das haben wir gemacht, weil wir genau die Wettbewerbsfähigkeit, über die wir jetzt wieder reden müssen, häufiger reden müssen, in diesem Land aufrechtzuerhalten. Das Ergebnis kann man besichtigen, Rekordzahlen auf dem Arbeitsmarkt, aber eben halt auch großartige Erfolge der deutschen Wirtschaft und auch der Automobilwirtschaft. Und darauf wird es am Ende des Tages ankommen. Darauf wird es am Ende des Tages ankommen, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, aber dass wir durchaus auch diesen Streit führen. Deswegen verstehe ich die Aufregung überhaupt nicht, dass wir darüber streiten, was ist dort der ausbalancierte Weg, der einerseits Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gerecht wird, andererseits aber dafür sorgt, dass die deutsche Automobilwirtschaft auch zukünftig hier ihre Standorte hat, hier die Arbeitsplätze stellt und hier ihre Zukunft hat. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Das Wort hat der Abg. Schäfer-Gümbel, Fraktionsvorsitzender der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich bin zunächst dankbar, grundsätzlich dankbar, dass es gelungen ist, hier einen gemeinsamen Antrag zu der Frage, die uns seit einer Woche beschäftigt, nämlich der Frage der Zukunft von Opel, am Ende hinzukriegen. Herr Boddenberg, lassen Sie mich das zumindest ganz am Anfang allerdings auch klarstellen. Da Sie ja am Dienstag schon mein Interview im Deutschlandfunk ausgewertet haben, ich habe es ja gesehen, hätten Sie wissen können, wie die Auflösung des Problems mit den 40 % ist. Und wenn Sie mit mir über Agenda 2010 und möglichen Reformbedarf reden wollen, machen Sie einen eigenen Antrag, diskutieren wir am Ende der Tagesordnung. Aber wir sollten sozusagen jetzt nicht bei der Frage Opel aufrufen. Damit will ich zum Kern des eigentlichen Themas kommen. Das ist, ich will das wiederholen, der Klassiker für Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition. Deswegen habe ich unmittelbar nach Bekanntwerden auch mit dem Ministerpräsidenten genau zu dieser Frage gesprochen. Und natürlich nutzen wir wechselseitig alle Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, um in dieser Situation Opel zu begleiten, vor allem aus meiner Sicht natürlich auch die Betriebsräte, die Gewerkschaft und die Beschäftigten. Und das ist auch notwendig, nicht nur mit Blick auf die Tradition des Unternehmens, sondern auch mit Blick auf die ökonomische und soziale Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und letztlich auch mit Blick darauf, dass Opel derzeit schlicht und einfach gute Autos baut. Warum beschäftigt sich Politik damit? Angesichts eines privatrechtlichen Geschäfts. Weil am Ende geht es um die Frage eines Verkaufs von Opel durch GM an PSA. Und ich will das deswegen noch einmal unterstreichen. Wir beschäftigen uns damit, und ich teile alle Argumente, die hier formuliert wurden,
weil es letztlich um die Zukunft und Perspektiven der deutschen Automobilindustrie geht. Und das hat ein erhebliches Gewicht für die Wohlstandsentwicklung im Land. Und deswegen kämpfen wir für Beschäftigte, für Standorte und die Zukunftsperspektiven mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass das ein paar mehr sind als nur eine Aktuelle Stunde hier im Hessischen Landtag. Ich will dennoch ein paar Bemerkungen zur Einordnung machen. Das, was General Motors sich in der letzten Woche mal wieder geleistet hat, ist mit Blick auf die Wirkung in Richtung der Betriebsräte, der Gewerkschaften, der Beschäftigten eine echte Zumutung. Der GM-Zentrale musste man nicht zum ersten Mal erklären, wie die Regeln von Mitbestimmung in unserem Land sind. Sie ignorieren das seit Jahren konsequent. Es ist ein Dauerärgernis. Deswegen will ich für mich ausdrücklich sagen, mit Blick auf die Gespräche, der Verkauf von Opel an PSA ist ausdrücklich eine Chance, wenn die Rahmenbedingungen richtig gestellt werden. Der Verkauf von Opel und die Kooperation mit PSA kann ausdrücklich zu einem Beispiel guter und erfolgreicher europäischer Industriekooperation werden, wie es manch anderes Beispiel, Stichwort Airbus und andere, schon gibt. Und ich finde, gerade mit Blick auch des transatlantischen Verhältnisses haben wir allen Anlass, darüber nachzudenken, wie europäische Industriepolitik aussehen muss, wenn sich bestimmte Akteure versuchen, durch Abschottung stärker zu machen, auch wenn das aus meiner Sicht nicht funktioniert. Dabei müssen allerdings wesentliche Fragen geklärt werden in den nächsten Monaten. Und ich will ausdrücklich darauf hinweisen, auch mit Blick auf die Agenturmeldung des heutigen Tages, möglicherweise wird ein Memorandum of Understanding in den nächsten Tagen abgeschlossen für eine Kooperation. Die eigentlichen Vertragsverhandlungen beginnen aber erst danach und werden sich nach allgemeiner Einschätzung über mehrere Monate noch hinwegziehen. Fragen, die geklärt werden müssen, ist in der Tat die Zukunftssicherung von Produktionsstandorten, die Zukunftssicherung von Verwaltungen, des Entwicklungszentrums, die Frage von Patentregelungen, der Pensionsbelastungen, von Verschuldungsfragen bis hin zur Frage, wie wir mit Exportbeschränkungen in Zukunft drangsaliert werden, mit Blick darauf, dass die GM-Mutter in den vergangenen Jahren Exportmärkte für Opel geschlossen hat und sie aus dem amerikanischen Bereich bedient hat, oder aber es eben Schwierigkeiten gibt, wie mit dem Brexit. Ich habe übrigens in der ersten Debatte über den Brexit hier darauf hingewiesen, dass das nicht nur eine Frage für Finanzmarktakteure ist, sondern auch ausdrücklich ein industriepolitisches Thema mit Benennung von Opel und Rüsselsheim oder aber auch der weiteren Entwicklung auf dem russischen Markt. Da spielt die Frage der Sanktionspolitik schon eine gewisse Rolle. Und wie wir mit all diesen Fragen umgehen, wird uns ganz sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen. Ich freue mich ausdrücklich darüber, dass in den letzten Tagen verschiedene öffentliche Erklärungen auch der PSA-Führung in Gesprächen und Nachgesprächen mit politischen Verantwortungsträgern auf allen Ebenen zu hören sind, dass all die Vereinbarungen, die bisher gelten, auch in Zukunft gelten sollen. Das gilt insbesondere mit Blick auf die Standort- und Beschäftigungssicherungen bis 2020. Aber die substanziellen Fragen sind vor allem diejenigen, die dann im Anschluss nach 2020 folgen. Deswegen, so schön diese Erklärungen sind, am Ende wird das gelten und nur verbindlich sein, was in Verträgen abschließend beschlossen wird. Die intensiven politischen Gespräche dienen der Begleitung dieser Vertragsverhandlungen. Es ist schon darauf hingewiesen worden, ich will ergänzen, dass am heutigen Tag Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Tsipras mit ihrem französischen Amtskollegen Sapin, aber auch in den vergangenen Tagen die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles mit der französischen Amtskollegin El Khomri über diese Fragen diskutiert hat. Und mit Blick darauf, dass PSA zu einem substanziellen Teil dem französischen Staat gehört, diese Fragen sehr wohl relevant sind und diese Gespräche mit Blick auf das, was passiert. Und deswegen will ich am Ende dieses Abschnittes noch einmal betonen, ich glaube, dass am Ende Paris und Rüsselsheim mehr vom europäischen Automarkt verstehen und von der betrieblichen Mitbestimmung als die Vertreterinnen und Vertreter in Detroit.
Ich will mit Blick auf die derzeitigen Gespräche und Verhandlungen allerdings auch vier warnende Hinweise geben. Erstens, und ich will das ausdrücklich unterstreichen, deswegen habe ich auch so engagiert applaudiert, als die Formulierung kam, diese permanenten Besserwisser und sogenannten Fachleute, deren persönliches Geschäftsmodell ein immer größeres Horrorszenario für den Beschäftigungsabbau ist, um sozusagen, das ist zumindest mein Eindruck, mehr ihren eigenen Namen in Publikationen zu lesen, als sich um die Frage der Zukunftsperspektiven für Automobilunternehmen zu beschäftigen, ist kontraproduktiv für das, was wir im Moment vor uns haben. Ich will zweitens eine Warnung aussprechen, mit Blick auch auf die politischen Gespräche, die mir im Moment besonders wichtig ist, weil wir aufpassen müssen, dass General Motors mit Blick auf die Verhandlungen und Gespräche sich nicht schleichend und stillschweigend aus geltenden Regeln, Verträgen und Absicherungen zurückzieht. Wir werden darauf aufzupassen haben, weil wir es ja auch hinlängliche Erfahrungen aus der Vergangenheit mit den Freundinnen und Freunden aus der Zentrale in Detroit gibt. Das gilt nicht nur für die Übergangszeit der Vertragsverhandlungen jetzt zwischen März 2017 und dem Ende des Jahres 2017, sondern auch für die anschließende Zeit. Einige der Problemthemen habe ich vorhin schon einmal angesprochen. Drittens will ich uns gemeinsam dazu ermahnen, immer den Dreiklang von Produktion, Verwaltung und Entwicklung zu betonen. Die einseitige Betonung nur eines dieser Faktoren wird am Ende nur dazu führen, dass man versuchen wird, diese drei Themen auch gegeneinander zu stellen. Ich will das gerade auch mit Blick auf Verwaltung und Produktion sagen, die nicht so oft im Zentrum der Debatten sind, dass wir aufpassen müssen, dass die am Ende nicht in zusätzliche Schwierigkeiten geraten. Und die vierte Bemerkung, die mir wichtig ist, und ich bin da Wolfgang Schäfer-Gluck als Betriebsratsvorsitzenden außerordentlich dankbar, dass er in den letzten 8 Tagen darauf immer wieder darauf hingewiesen hat, dass die Standortländer, damit sind die Bundesländer selbst gemeint, aber vor allem auch die europäischen Standortländer, sich nicht gegeneinander ausspielen lassen und versuchen, jeweils einzeln ihre regionalen Standortinteressen mit PSA separat zu verhandeln. Ein Wettbewerb Polen gegen Großbritannien, Hessen gegen Thüringen, Rheinland-Pfalz gegen Spanien wird am Ende nur dazu führen, dass die Standorte gegeneinander ausgespielt werden. Wolfgang Schäfer-Gluck hat gesagt, es geht am Ende um die Zukunft von 40.000 Beschäftigten in Europa. Wir sollten das immer als ersten Satz mit voranstellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will ganz bewusst die letzten 5 Minuten meiner Redezeit nutzen, um die Fragen aufzurufen, die die FDP in ihrem Antrag aufgerufen hat, weil natürlich die Frage PSA-Opel-Kooperation in einem Umfeld stattfindet, das ebenfalls schon mehrfach gestreift wurde. Die FDP wirft in ihrem Antrag mehrere klimapolitische und Regulationsfragen auf. Ich finde, dass alle Fragen richtig benannt sind. Ich finde allerdings auch, dass keine einzige der Antworten in dem FDP-Antrag richtig ist. Trotzdem sind die Fragen völlig richtig. Sie sind übrigens nicht erst aktuell in den letzten Tagen, sondern sie sind schon ziemlich lange aktuell. Ich will einige wenige ansprechen. Ja, die Entwicklung hin zur E-Mobilität wird uns weiter fordern. Das ist keine Frage, die sich alleine an die Unternehmen richtet. Die Frage von Infrastruktur, die Frage auch der Bezahlbarkeit von Mobilität, ein marktgängiges und erfolgreiches E-Auto der Golfklasse kostet, wenn man es nicht subventioniert, 40.000 €. Das ist für Berufspendler, die möglicherweise in der Gehaltsklasse 30.000 bis 40.000 € Jahresgehalt sind, unerschwingliche Preise. Die Dieselaffäre von VW hat die Dieselstrategie der gesamten deutschen Automobilindustrie schwer beschädigt.
mit vielen Konsequenzen, nicht nur für VW. Aber wir werden aufpassen müssen, auch mit Blick auf die Debatten zum Thema blaue Plakette, Stuttgarter Urteil, Stuttgarter Vorgehen, dass wir den Verbrennungsmotor gerade auch in einer Übergangszeit, gerade auch bei Hybridlösungen, nicht so derartig beschädigen, dass am Ende nicht nur keine Mobilitätsstrategie mehr daraus wird, sondern wir auch industriepolitisch in erhebliche Verdrückungen kommen. Und ich will dabei ausdrücklich Sie mit drei Industriekooperationen, die in den letzten 14 Tagen öffentlich wurden, wenigstens informativ beschäftigen, weil das ja selten in unseren Debatten eine Rolle spielt. Honda und Hitachi, zwei Konzerne, die nun ausdrücklich in völlig unterschiedlichen Feldern sind, haben eine Kooperation in der vergangenen Woche zum Thema E-Mobilität beschlossen, und zwar mit einem ziemlich großen Umfang. Honda und General Motors, und das muss uns aufhorchen lassen, haben zu Beginn dieses Jahres eine Kooperation beschlossen, eine Wasserstofffahrzeugproduktion bis 2020 gemeinsam auf den Weg zu bringen. Toyota und Suzuki haben in der vergangenen Woche eine Industriekooperation mit Blick auf kleine und SUV-Fahrzeuge beschlossen. Beides sind Konzerne, die sehr wohl technologisch in der Lage sind, Themen massiv voranzutreiben. Deswegen, Herr Boddenberg, will ich schon noch einmal zu Ihren letzten Bemerkungen kommen. All die Herausforderungen, die nur aus der Benennung dieser Stichworte entstehen für die deutsche Automobilindustrie, werden ganz sicherlich nicht beantwortet werden, alleine mit der Frage von Arbeitskosten. Das sind ganz andere Themen, die wir zu stemmen haben und wo es am Ende um eine intensive Kooperation von Politik, Wissenschaft und Industrie gehen muss, weil ansonsten werden wir scheitern. Ich will meinen Lieblingssatz wiederholen. Die Energiewende ist die kleine Schwester der Verkehrswende. Die Verkehrswende wird uns technologisch, finanziell, strukturell sehr viel stärker fordern als das, was wir in den letzten 10 Jahren über die Energiewende diskutiert haben, wenn wir das Wohlstandsmodell so halten wollen, wie es ist. Ich will das mit Blick auf die Batterietechnik einmal beschreiben, aber auch mit Blick noch einmal auf die Entscheidung in Stuttgart. Ich kann das nur begrüßen, dass eine Stadt wie Hamburg klipp und klar entschieden hat, dass bis 2020 der ÖPNV auf lokal emissionsfreie Verkehre umgestellt wird. Ich wünsche mir ähnliche Initiativen auch bei uns, weil dort insbesondere das Thema Feinstaub natürlich auch ÖPNV gesteuert ist. Deswegen wird die Frage der Industriepolitik für uns eine ziemlich große Rolle spielen in den nächsten Jahren. Was weder Opel noch sonst wer im Moment braucht, das will ich sozusagen als Selbstverpflichtung und als letzte Bemerkung an uns selbst machen, ist in diesen Tagen Management bei Helikopter. Einfliegen, Staub aufwirbeln und wieder verschwinden, bevor sich der Staub gelegt hat. Das wäre ganz sicherlich falsch verstandene Verantwortung gegenüber zigtausend Beschäftigten und ihren Familien in Rüsselsheim, in Deutschland und in Europa. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wagner, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben in diesem Landtag 2009 schon einmal diskutieren und mit Blick auf 2009 sage ich diskutieren müssen, dass General Motors sich von Opel trennen wollte und dass Opel übernommen werden sollte. Und damals wie heute ist der Umgang von General Motors mit diesem Thema, mit den Beschäftigten, mit ihren Sorgen und mit ihren Nöten alles andere als angemessen, meine Damen und Herren. Aber die Situation heute unterscheidet sich glücklicherweise und sehr wohltuend von der Situation 2009. 2009 hatten wir eine Situation, in der General Motors und auch Opel in akuten Liquiditätsproblemen waren. Das hat damals dazu geführt, dass wir als Hessischer Landtag uns zu einer sehr weitreichenden Erweiterung des Bürgschaftsrahmens des Landes Hessen entschieden haben. Diese Situation ist heute ausdrücklich anders.
Opel hat einen Strategiewechsel eingeleitet, hat verfolgt eine neue Unternehmensstrategie. Und es ist nach der Krise von 2009 gelungen, im Zusammenwirken von Unternehmensführung und Betriebsrat, und ich will das ausdrücklich sagen, und Betriebsrat, eine neue Strategie zu entwickeln und eine Strategie, mit der Opel auch als eigenständiges Unternehmen viele Chancen hätte, auf dem Automobilmarkt zu bestehen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zur Situation 2009 und eine große Leistung des gemeinsamen Engagements von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bei Opel, meine Damen und Herren. Und es ist völlig berechtigt, dass auch die neue Debatte über eine Übernahme bei den Beschäftigten große Sorgen und Verunsicherung auslöst. Weil es ist ja keinesfalls entschieden bei solchen Übernahmeprozessen, wie sie am Ende ausgehen. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Erfahrung machen, dass es nicht um einen Zusammenschluss von zwei Gleichen geht, dass es nicht um ein Projekt geht, wo am Ende der Zugewinn und der Nutzen für beide steht, sondern wo sich der eine einen Vorteil zulasten des anderen verschafft. Und diese Sorgen sind berechtigt. Und deshalb war es auch gut, dass über diese Sorgen in den vergangenen Tagen gesprochen wurde. Und deshalb ist es auch gut, dass die ersten Zeichen, die wir jetzt haben von PSA, ein anderes Signal senden, nämlich dass man wirklich einen Zusammenschluss von zwei Unternehmen zum Nutzen von beiden haben will. Das sind erste wichtige Signale auf diesem Prozess. Entschieden ist das aber noch keinesfalls. Und, meine Damen und Herren, deshalb ist es wichtig, dass dieser Prozess auch von politischer Seite begleitet wird, dass die Unternehmensführung von Opel, aber dass vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wissen, deutsche Politik, hessische Politik steht auf ihrer Seite und will die Standorte in Hessen, Deutschland und Europa erhalten. Das ist wichtig, dass wir das tun, weil die französische Regierung macht das ja auch. Wir sollen ja mal nicht so tun, als sei das ein Prozess, wo die französische Regierung sich völlig raushalten würde. Der französische Staat ist Anteilseigner von PSA. Und deshalb ist es gut, dass auch wir unseren Beitrag leisten, die Sorgen der Beschäftigten von Opel zu minimieren und unseren Beitrag zu leisten, dass es ein fairer Zusammenschluss von zwei Unternehmen wird. Und vor diesem Hintergrund empfinde ich es als ziemlich zynisch, wenn einige politische Mitbewerber, aber auch Leute, die uns beobachtend begleiten, die Frage aufwerfen, warum sich Politik mit diesem Thema beschäftigt. Ja, sollen wir die Menschen, die Sorgen der Menschen in diesem Land ignorieren? Soll der Hessische Landtag schweigen, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Opel sich fragen, was passiert da gerade? Hat diese globalisierte Welt, hat dieser Unternehmenszusammenschluss irgendetwas mit mir zu tun, oder werde ich hier Opfer von Interessen, die mit mir gar nichts zu tun haben? Soll Politik, soll die Interessensvertretung der Bürgerinnen und Bürger dazu schweigen? Ich meine nein, meine Damen und Herren. Wir müssen klar Position beziehen. Wir sollten uns nicht überhöhen. Wir sollten nicht so tun, als seien wir die Entscheider in diesem Prozess. Wir sollten die Verantwortlichkeiten klar benennen. Es ist die Verantwortlichkeit der Unternehmensführung von General Motors, von Opel, von PSA. Aber wir dürfen doch als politische Menschen, als Interessensvertretung der Menschen, sondern eine Meinung dazu haben. Und wir dürfen doch auch alles, und ich finde, wir müssen auch alles dafür tun, dass die Interessen der Beschäftigten bei Opel gewahrt werden, meine Damen und Herren. Und deshalb sage ich, man darf vorsichtig optimistisch sein, dass die Anstrengungen, die ergriffen wurden und die Zusagen, die PSA bislang gegeben hat, tatsächlich dazu führen, dass das ein Zusammenschluss auf Augenhöhe und zum Nutzen beider wird. Und das muss es auch werden, weil Opel war und ist auf einem guten Weg mit der neuen Unternehmensstrategie. Und das ist ja nicht der Unternehmensführung und das ist schon gar nicht den Beschäftigten von Opel anzulasten, dass diese Strategie
die auf einem erfolgreichen Weg war, durch das Votum der Briten mit dem Brexit die Europäische Union zu verlassen, einen erheblichen Rückschlag entlitten hat. Weil natürlich hat das Auswirkungen auf Absatzmärkte und hat das ganz konkrete Auswirkungen auch auf die Standorte von Opel in Deutschland und Hessen. Und wenn manchmal die Leute fragen, was hat diese Europäische Union denn eigentlich mit uns zu tun, dann sieht man genau an diesem Beispiel, dass sie sehr viel damit zu tun hat, weil sie die Chancen von Opel, weil der Brexit die Chancen von Opel, die erfolgreiche Strategie zu verwirklichen, minimiert hat. Das müssen wir auch einmal klarstellen in dieser Debatte. Mehr Europa, der Zusammenhalt von Europa ist eine Chance für Opel und hätte manche Debatte, manche Schwierigkeit, die jetzt entstanden hat, vielleicht nicht so ausgeprägt auftreten lassen, meine Damen und Herren. Und diese Debatte wirft gerade was übernationale, supranationale Zusammenarbeit angeht, sehr spannende und sehr grundsätzliche Fragen auf. Wir haben in Deutschland in den vergangenen Jahren aus guten Gründen eine Haltung vertreten, dass die öffentliche Hand, dass der Staat sich aus privatwirtschaftlichen Unternehmen zurückgezogen hat. Ich sage ausdrücklich, wir haben das aus guten Gründen gemacht. Wir haben eine Politik aus guten Gründen vertreten, Kollege Michael Boddenberg hat darauf hingewiesen, die auf einen freien und fairen Welthandel gesetzt hat. Das war ausdrücklich richtig. Wir sollten aber schauen, was gerade andere Akteure in diesem Welthandel tun. Und wir sollten auch nicht aus dem Blick verlieren, dass an PSA Peugeot der französische Staat nicht unerheblich beteiligt ist. Und wir sollten auch nicht aus dem Blick verlieren, dass das chinesische Staatsunternehmen Dongfeng auch an Peugeot beteiligt ist. Und hier ist es auch wieder die Aufgabe, politisch wachsam zu sein. Weil wenn am Ende wir uns zurückhalten oder wie mancher politische Beobachter meint, Politik dazu gar nichts sagen sollte, aber gleichzeitig der Einfluss anderer Staaten über Staatsbeteiligung an diese Unternehmen zunimmt, dann haben wir ja nichts gewonnen. Das hat dann auch mit fairen und freien Welthandel nichts zu tun. Und, Herr Kollege Rentsch, deshalb ist es wichtig, Position zu beziehen und aufzupassen, dass unsere Haltung, dass wir uns aus privatwirtschaftlichen Unternehmen zurückziehen, am Ende nicht dazu führen, dass die Chinesen den Einfluss auf diese Unternehmen haben und uns Technologiefortschritte, die wir haben, vielleicht verloren gehen. Das gehört auch in eine politische Debatte und auch in eine ökonomische Debatte über Opel, meine Damen und Herren. Und in diese Debatte gehört natürlich auch, das haben die Kollegen Vorredner schon angesprochen, die Frage nach der Zukunft der Automobilindustrie. Und Deutschland ist das Land, in dem das Automobil erfunden wurde, in dem die Automobilindustrie eine große, lange und sehr erfolgreiche Tradition hat. Und diese erfolgreiche Tradition hat die Automobilindustrie in Deutschland, weil sie immer ein bisschen kreativer, immer ein bisschen innovativer, die Tüftler in Deutschland immer ein bisschen besser waren. Und das hat diesen Vorsprung der deutschen Automobilindustrie ausgezeichnet. Und das wird den Vorsprung und das muss den Vorsprung der deutschen Automobilindustrie auch weiter auszeichnen. Weil Deutschland als hochentwickeltes Land wird den Wettbewerb allein um Arbeitskosten, allein um Produktionskosten wahrscheinlich nicht gewinnen können. Sondern unser Wettbewerbsvorteil, das, was wir beitragen können, das, was unsere Produkte auszeichnet, ist die Innovation und ist das Faktum, dass wir an technischen Prozessen, an gesellschaftlichen Entwicklungen näher dran sind. Das ist der Vorteil, der die deutsche Automobilindustrie wettbewerbsfähig gehalten hat und weiter wettbewerbsfähig halten wird. Und deshalb sind die Themen natürlich aufgerufen, Elektromobilität, Automobilkonzerne als Mobilitätsdienstleister, die Entwicklung rund um Brennstoffzelle, um emissionsarme oder emissionsfreie Autos. Das ist die Zukunft der Automobilindustrie. Und diesen technologisch extrem anspruchsvollen Fragen
Denen muss sich die Automobilindustrie widmen und widmet sich ja auch, weil hier liegt der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Hier können wir besser sein. Hier können wir früher Antworten geben als andere, und hier können wir damit mit der Innovation den wesentlichen Beitrag leisten, damit die deutsche Automobilindustrie und die Arbeitsplätze bei uns und in Europa erhalten werden, meine Damen und Herren. Und wer glaubt, mit dem Festhalten am Bestehenden und mit dem Festhalten am Verbrennungsmotor und der bisherigen Technik sei schon alles gut und werde alles gut, der verkennt natürlich völlig die ökologische Herausforderung, vor der der Individualverkehr steht. Die GRÜNEN haben vor 30 Jahren schon gesagt, was würde passieren, wenn alle Chinesen Autos fahren mit den gleichen Emissionswerten von vor 30 Jahren. Herr Kollege Schäfer-Gümbel ruft dazwischen, es geht gar nicht. Das haben wir vor 30 Jahren schon gesagt. Nur in der Situation ist heute, die Chinesen schicken sich an, alle Autos zu fahren. Es ist ja auch ihr gutes Recht, dass sie an Mobilität teilhaben wollen. Und sie sehen aber auch die Probleme, die es hat. Und ich glaube nicht, dass die Entwicklung der Staaten in China und anderer Staaten unsere Fehler wiederholen wollen. Nein, die werden die Produkte kaufen, die diese Fehler nicht wiederholen, die Antworten geben auf die Schadstoffprobleme, die man in den Riesenstädten Chinas heute schon hat. Und auch deshalb ist es der richtige Weg, dass die deutsche Automobilindustrie einmal mehr die innovativste Automobilindustrie ist und wir nicht glauben, dass wir den Wettbewerbskampf allein um niedrige Arbeitskosten werden gewinnen können, sondern es muss um Innovation gehen, meine Damen und Herren. Und weil es um Innovation geht, hat Opel auch gute Chancen, ich möchte das noch einmal betonen, in dieser Übernahme jetzt tatsächlich als Partner untergleichen, das gestalten zu können. Weil wir haben in Rüsselsheim die Kompetenz mit dem Entwicklungszentrum genau für diese Technologien, genau für diesen Prozess in die Zukunft der Automobilindustrie, in die Zukunft des Automobils zu schauen. Und diese Neuaufstellung des Unternehmens und diese Produktstrategie des Unternehmens wurde in den letzten Jahren entwickelt von der Unternehmensführung, vom Betriebsrat. Und das muss jetzt Früchte tragen. Das darf nicht verloren gehen. Das hat Opel beizutragen. Und wenn das auch tatsächlich eingebracht wird in den gemeinsamen Konzern, wenn wir als Politik das leisten, was wir leisten können, ohne uns zu überhöhen, dann kann das ein Zusammenschluss zum Nutzen von beiden sein. Und, meine Damen und Herren, daran sollten wir alle gemeinsam arbeiten, und das sollten wir heute mit unserem Antrag und mit dem Abstimmungsverhältnis hier in diesem Landtag auch zum Ausdruck bringen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rentsch für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kollege Wagner, richtig ist, dass uns das Thema Opel nicht zum ersten Mal hier beschäftigt, weil wir in einer Zeit der Krise – und ich freue mich, dass Volker Hoff heute da ist – ja versucht haben, in einer langen Diskussion in der damals CDU-FDP geführten Landesregierung Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Opel nach der Insolvenz der Mutter von GM, sagen wir mal, in einer Situation bleiben kann, die auf der einen Seite den Fortbestand der Produktion der Marke Opel gewährleistet, aber auch damals die Diskussion, Kollegen erinnern sich, der Verkauf an Magna versucht worden ist, eine Eigenständigkeitsstrategie zu unterstützen. Und deshalb, wenn man sich das anschaut, und ich sage das für meine Fraktion sehr offen, wir waren damals ja an vielen Stellen skeptisch, können sich auch die Kollegen noch erinnern, haben uns auf das Minimum damals geeinigt, was ging. Ich glaube, es war aber im Nachhinein kein Fehler, diese Bürgschaft so zu machen. Muss man aber heute die Diskussion führen, und deshalb bin ich nicht gerade sehr begeistert über das, was wir diskutieren, nicht, dass wir das bemitleiden nach dem Motto, das ist alles nicht schön oder wir haben Sorge. Ja, die Sorge teilen wir, sondern die Frage ist doch, was kann der Hessische Landtag tun, damit sich die Situation für den Automobilbau in Hessen und in Deutschland besser gestaltet als derzeit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Frage, ob Peugeot von GM Opel kauft, ist eine unternehmerische Entscheidung. Die Frage, warum Sie das verkaufen,
meine Damen und Herren. Das ist die eigentliche Frage, die heute hier auf die Tagesordnung gehört. Und ich bin überrascht. Ich bin wirklich überrascht, dass wir über diese Frage wenig diskutieren. Erstens kann man feststellen, das Vertrauen von GM in die Politik scheint nicht mehr so groß zu sein. Denn vor einigen Jahren war die Politik sehr frühzeitig eingebunden. Jetzt ist die Politik im Nachhinein dazugekommen. Das muss nicht schädlich sein, muss aber auch nicht gut sein. Zweiter Punkt. Richtig ist, dass wir hier darüber diskutieren, weil es Auswirkungen auf unseren Standort hat. Aber dann bitte ich auch darum, dass bei diesen Debatten über die Fragen diskutiert wird, die wir beeinflussen können, und nicht eine der vielen Sonntagsreden hier gehalten wird, wie schlimm das alles ist und welche Gefahren sich hier ergeben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist auch ein bisschen, das entwertet auch zum Schluss ein bisschen das Parlament. Dritter Punkt. Ich glaube, meine Damen und Herren, wer sich mit den Opel-Kollegen, ich glaube, das haben alle getan, unterhält, wird feststellen, dass die Aussage von GM im Aufsichtsrat, man sieht für Opel keinen Business Case mehr ab 2020, in diesem Hessischen Landtag die Alarmglocken schrillen lassen muss. Weil wer keinen Business Case mehr sieht, scheint doch zu sagen im Umkehrschluss, dass die Rahmenbedingungen in Europa für die Frage von Produktion von Automobilen anscheinend nicht mehr so sind, wie sie sein sollten, um damit Geld zu verdienen. Und wer sich anschaut, was der Aufsichtsrat dort diskutiert hat, dass nämlich das Gap to Target, also das, was Opel erfüllen muss, um die CO2-Vorgaben und die Feinstaubvorgaben ab 2020 zu erfüllen, die ja immer gemessen werden an den verkauften Autos, nicht an den zu produzierenden Autos, wird feststellen, dass Opel anscheinend einen weiten Weg noch machen muss. Und jetzt kann man zwei Konsequenzen daraus ziehen, Herr Kollege Wagner. Man kann sagen, Opel hat in den letzten Jahren eine Entwicklung verschlafen, oder man kann sagen, das sagen Sie, oder man kann sagen, dass die Vorgaben, die wir in Europa in dem Bereich machen, und das ist meine Meinung, an vielen Stellen überzogen sind. Sie sind an vielen Stellen überzogen. Sie haben gerade das Beispiel China gebracht. Wenn ich die chinesische Diskussion über das Thema Automobil sehe, ist es ja schön, dass wir unsere Binnendiskussion über sozusagen über Nanopartikel führen. Das finde ich völlig in Ordnung. Aber die Verhältnismäßigkeit, der gesunde Menschenverstand muss doch hier noch ein Stück auch beachtet werden. Und deshalb kann ich nur sagen, wenn die europäische Industriepolitik, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, die Antwort ist nach dem Motto, wir vertreiben den Verbrennungsmotor aus Europa, dann kann ich sagen, wenn die Freien Demokraten alles dafür tun, dass das nicht passiert, weil, da sind wir uns ja einig, weil die Wertschöpfungskette, wir sind uns da einig, Sie können gerne eine Zwischenfrage stellen, wenn das aber beabsichtigt war, mit dem Präsidium. Ich glaube, das war beabsichtigt, Herr Rentsch, und Sie gestatten die Zwischenfrage. Gerne. Okay. Kann ich was trinken? Funktioniert es jetzt? Ja. Herr Kollege Rentsch, ich habe jetzt die Einlassung nicht ganz verstanden. Ich habe ja auf zwei Punkte hingewiesen, nämlich erstens die Frage des Übergangs, insbesondere des Verbrennungsmotors im Zusammenhang mit dem Hybrid. Und meine Frage wäre, würden Sie das teilen, dass das eine mögliche Lösung ist? Und das Zweite ist, sind Sie wirklich der Überzeugung, dass die Argumentation von GM trägt und ehrlich getragen ist, wenn gleichzeitig ein Projekt zum Thema Wasserstoffmotor mit Honda mit dem Ziel bis 2020 das umzusetzen, wirklich das die Hauptbegründung ist für Opel? Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Ich will darauf gerne. Ich glaube, dass wir bei der ersten Frage nicht auseinanderliegen, auch bei der zweiten Frage in der Einschätzung nicht. Ich aber auch feststellen muss, ich kann es nicht einschätzen, weil ich bin Jurist. Ich habe nicht die Kompetenz, aber es scheint ja bei einigen in diesem Raum anders zu sein, einzuschätzen, welche Technologien in Zukunft dazu führen werden, dass wir sowohl umweltpolitisch als auch ökonomisch gute Technologien herstellen. Und deshalb will ich an dieser Stelle, es passt so wunderbar, mal das großartige Interview von Katrin Göring-Eckardt vom Wochenende zum Thema Martin Schulz, ist ja das Hauptthema, wo Frau Göring-Eckardt sagt, Martin Schulz ist nicht die Zukunft, sondern die Vergangenheit. Da äußert sich Frau Göring-Eckardt, eine Automobilexpertin der GRÜNEN, auch zum Thema Opel. Und dann sagt sie, der Autokonzern habe eine Mitschuld an einer möglichen Übernahme durch Peugeot. Die merken erst jetzt, wo es für Opel zu spät ist, dass sie grundlegend umsteuern müssen. Also Frau Göring-Eckardt ist, also sehr interessant zu lesen, was da noch kommt, ist anscheinend eine Technologieexpertin, weiß genau, was Opel zu produzieren hat. Ähnlich hat sich ja auch Herr Al-Wazir in seiner alten Funktion hier immer geäußert nach dem Motto, die müssen ökologische Autos bauen, meine Damen und Herren. Das kann doch nicht die Aufgabe von hessischer Landespolitik sein, hier zu sagen, wie Opel seine Autos baut. Wo sind wir denn mittlerweile angekommen?
Und deshalb, Herr Al-Wazir, das passt wunderbar. Da müssen wir aufpassen. Herr Boddenberg hat ja recht. 50% der Wirtschaftspolitik sind nach Ludwig Erhard Psychologie, dass die anderen 50% nicht durch grüne Ideologie ersetzt werden, nach dem Motto, in diesem Land gibt es eine Partei, die weiß, was passiert. Und ehrlicherweise, ich will Sie nicht ersparen, Frau Kollegin, ist ja der Kampf der GRÜNEN gegen den Verbrennungsmotor an vielen Stellen offensichtlich. Und Sie haben ja auch eine Institution, die Sie immer wieder vorlassen, die ja mit Ihnen eng verbunden ist, das ist die Deutsche Umwelthilfe, die an jeder Stelle versucht, auch einen Kampf gegen Opel zu führen. Das ist ja ganz spannend. Herr Barke, der grüne Staatssekretär im deutschen Wirtschaftsministerium, ist der Gründervater. Einer seiner Ziehsöhne, Herr Kollege Samson, ist jetzt Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium. Und wenn ich einmal die Pressemitteilung nachlese, die die Deutsche Umwelthilfe gegen Opel gemacht wird, meine Damen und Herren, die diese Organisation gegen Opel gemacht hat, dann darf ich doch einmal die Frage stellen, ist das gut für Opel vom Standing her, oder ist das ein Imageschaden, wenn eine deutsche Organisation so einen Kampf gegen ein wichtiges Automobilunternehmen in Deutschland führt? Abstrus, was wir hier machen. Völlig abstrus. Und deshalb, ja, ich möchte heute hier über die Frage diskutieren, was können wir hier tun, damit in Deutschland Automobilindustrie eine Zukunft hat und damit nicht diese Debatte der Anfang vom Ende von Industrie in Deutschland ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn die Tatsache, ja, Herr Kollege Boddenberg, wir haben doch nicht ohne Grund hier schon dreimal über Kali und Salz diskutieren müssen, weil Ihre Landesregierung nicht in der Lage ist, ordentliche Rahmenbedingungen für ein wichtiges Unternehmen in Hessen zu setzen. Das ist doch eindeutig. Und das Gleiche gilt, und ich will den Ministerpräsidenten wieder zurückholen in die aktuelle Diskussion, auch für diese Landesregierung, in einer aktuellen Frage. Ist es denn richtig, Herr Ministerpräsident, dass wir hier eine Sonntagsrede nach der anderen hören, nach dem Motto, wir müssen etwas für den Automobilbau in Deutschland tun, und Sie mit Ihrer Landesregierung demnächst im nächsten Monat einen Klimaschutzaktionsplan vorlegen, der die deutsche und hessische Industrie massiv belasten wird? Da frage ich mal, ist das richtig? Da frage ich mich, Herr Bollmann, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Bei Ihnen sickert alles raus. Also es ist nicht so, dass das bei Ihnen bleibt, sondern wir haben wahrscheinlich die Vorlagen vorher, als Sie sie haben. Und da will ich ein Beispiel noch hinzufügen. Mir liegt eine Vorlage vor der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Ich schaue kurz, wo ich sie habe. Des grünen Umweltministers Herrn Remmel, Drucksache des Kabinetts aus dem Januar 2017. Weg freimachen für E-Mobilität, Einführung einer verbindlichen Quote für Neufahrzeuge im Markt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Einführung einer verbindlichen Quote für Neufahrzeuge im Markt ist dem nordrhein-westfälischen Kabinett von Herrn Remmel vorgelegt worden. Ich bin gespannt, ob das dort beschlossen wird oder ob das sozusagen einen anderen Weg finden wird. Wenn das grüne Politik ist, wie wir den Automobilstandort in Deutschland voranbringen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann wird mir Angst und Bange um die Industrie in Deutschland, wenn wir Ihnen dieses Land an der Stelle überlassen. Und deshalb, Herr Ministerpräsident, kommen Sie in dieser Frage ins Spiel. Wenn der Klimaschutzaktionsplan in Hessen ähnliche unsinnige Geschichten vorsieht, wie Herr Remmel sie mit Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen vorantreibt, dann brauchen wir hier keine Sonntagsreden zum Thema Automobilstandort, sondern wir brauchen Taten, die so etwas verhindern und nicht ermöglichen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist auch der Unterschied. Und deshalb kann man lange Debatten führen, wie schlimm das alles ist oder welche Chancen sich ergeben. Meine Damen und Herren, GM würde Opel nicht verkaufen, wenn Kollege Rentsch, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage? Na, jetzt von habe Kollegen ich ja schon Herrn Boddenberg kann ja gleich nach mir. Ich freue mich, wenn die Debatte noch ein bisschen geht. Das ist ja ein wichtiges Thema. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass wir dringend aufpassen müssen, dass wir bei der Frage der Industriepolitik nicht völlig falsche Zeichen setzen. Ich bin auch bereit, Frau Kollegin Dorn hat sich ja gerade ganz engagiert hier eingebracht, über die Frage zu diskutieren, ob die Umweltvorgaben, die wir in Deutschland und Europa haben, nicht teilweise überzogen sind. Ja, ich möchte diese Debatte führen. Sie können das gerne kritisieren, das finde ich völlig in Ordnung. Ich glaube, dass an vielen Stellen diese Fragen nicht richtig diskutiert werden und dass Ideologie Wissenschaft nicht ersetzen kann. Und die Politik kann es auch nicht. Und Herr Wagner, wenn Sie hier eine Debatte führen, ich frage mich, was wollten Sie denn mit Ihren Worten zum Schluss ausdrücken? Also, Sie haben gesagt, in Frankreich ist der Staat bei Peugeot dabei.
Die Chinesen sind dabei. Ist denn Ihre Schlussfolgerung zum Schluss, das würde ich Ihnen sofort zutrauen, zu sagen, auch wir müssen uns staatlich bei den Automobilkonzernen engagieren, damit wir sozusagen die ökologische Wende demokratisiert im Unternehmen vorantreiben? Ist das Ihre Botschaft? Ich wäre dankbar, wenn Sie es hier klarstellen, weil das sollte nicht die Botschaft des Hessischen Landtags im Jahre 2017 sein, dass wir hier noch davon ausgehen, in einem gemeinsamen Antrag von Sozialdemokraten, Grünen und Christdemokraten, Hessen muss bei Opel rein. Das wäre ja sozusagen der völlig falsche Weg. Und es würde sicherlich auch nicht dazu führen, Herr Boddenberg, dass wir dazu kommen, dass Opel bessere Autos baut, die am Markt auch letztendlich Erfolg haben. Und das, meine Damen und Herren, das ist doch für die vielen Mitarbeiter eines der zentralen Punkte. Opel hat in den letzten Jahren eine Wende hingelegt, und ich glaube, es gibt an vielen Stellen dort auch wirklich Punkte, wo man sagen muss, die haben das wirklich gut gemacht. Da haben viele Mitarbeiter in Kauf genommen, dass sie über Tarifverträge an der schwierigen Situation beteiligt werden. Die haben investiert in ihre eigene Zukunft. Und die sind natürlich nicht begeistert, und das sind übrigens auch die Gespräche, die wir mit den Opel-Vertretern geführt haben, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland nicht pro Automobilindustrie ausgerichtet werden, sondern gegen die Automobilindustrie. Und es ist übrigens gerade keine rot-grüne Regierung, die in Berlin regiert, sondern eine schwarz-rote, und in Hessen ist es eine schwarz-grüne. Und deshalb hätte ich mir bei Ihnen gewünscht, Herr Boddenberg, kann man lange darüber diskutieren, Martin Schulz, Rückdrehung der Agenda 2010, alles okay, finde ich, kann man auch darüber streiten. Aber was wir hier in Hessen machen können, was Sie hier in Hessen machen, damit Opel bessere Rahmenbedingungen hat, und wenn Ihre Antwort auf diese Debatte ein Klimaschutzaktionsplan ist, der eine grüne Handschrift hat, meine Damen und Herren, dann kann ich verstehen, dass den Industriearbeitern in Hessen Angst und Bange wird, wenn sie das hören, was Sie hier vorhaben. Kann ich nachvollziehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Und deshalb sage ich abschließend, keine Krokodilstränen hier. Das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen uns ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen. Wir sollten wirklich darüber streiten, was wir hier für Rahmenbedingungen setzen können für Opel, aber nicht die Variante, wir stehen an der Seite von Opel. Polittourismus hilft Opel nichts, sondern gute Rahmenbedingungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Ministerpräsident Bouffier. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege Rentsch, Sie haben mich ja selbst angesprochen. Also führen wir die Debatte jetzt einmal. Was mich immer wieder wundert, wir waren gemeinsam Regierungskollegen, dass Sie offensichtlich alles vergessen haben. So lange sind Sie noch nicht in der Opposition. Eine ganz schlichte Antwort, was tun wir für Rüsselsheim? Sie waren dabei. Um mal ganz einfach zu sagen, wir haben Rüsselsheim zum Hochschulstandort gemacht, mit einem sehr qualifizierten Wissenschaftsapparat, der unmittelbar in Kooperation mit Opel sehr gut arbeitet. Das ist ein sehr konkretes Beispiel. Das haben wir damals gemeinsam gemacht mit der Stadt. Und jetzt sollten wir doch nicht das, was wir gemeinsam gut gemacht haben, einfach in die Tonne treten für einen billigen Auftritt hier. Ich könnte noch jede Menge mehr bieten, meine Damen und Herren. Wir sind ja spätestens nach Donald Trump im Zeitalter der Fake News. Und heute haben wir ein herrliches Beispiel. Lieber Kollege Rentsch, was muss eigentlich passieren, damit wir nicht immer die gleichen Rituale haben? Ich habe mich hier daran gewöhnt, dass die Grünen, dass die FDP sich an den Grünen abarbeitet. Das kann man ja die Uhr nachstellen. Geschenkt ist auch in Ordnung. Ich hätte mir gewünscht, dass wir heute nicht im kleinsten parteipolitischen Chaos diskutieren, sondern ein überzeugendes gemeinsames Votum für Rüsselsheim und für Opel abgeben. Das ist leider nicht gelungen. Und jetzt schauen Sie sich einmal Ihren Antrag an. Der strotzt von falschen Behauptungen. Die Krönung ist, Sie haben sich weit und breit mit dem Klimaaktions- oder Klimaschutzplan, den die Hessische Landesregierung vorlegen wird, beschäftigt. Der liegt noch gar nicht vor. Aber Sie kommen schon heute zu dem Ergebnis. Und jetzt darf ich einmal zitieren, ein von mir eigentlich sehr geschätzter Kollege, Herr Lenders. Sie haben in der Fuldaer Zeitung gestern Folgendes, ist jedenfalls in Ihrem Namen veröffentlicht. Das geht also vorne schon ziemlich heftig los. Und dann kommt, als Sahnehäubchen plant die Landesregierung nun einen sogenannten Klimaschutzplan, der im Grunde den Industriestandort Hessen kaputt macht. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, auch der politische Meinungskampf rechtfertigt nicht jeden Unsinn. Den Plan gibt es überhaupt nicht. Und gerade weil wir gemeinsam regiert haben,
Vergessen Sie doch nicht alles in Ihrer Verzweiflung um eine Schlagzeile. Sie müssen doch nicht einer Regierung vorwerfen, dass sie einen Industriestandort kaputt macht, dass sie ihn kaputt machen will. Das wollen Sie ja eigentlich auch nicht sagen, sondern in der Sehnsucht wahrgenommen zu werden, übertreiben Sie jede Formulierung. Wenn Sie sagen, ihr macht es falsch, das akzeptiere ich, weil darüber kann man streiten. Aber einer Regierung, die unter anderem dafür geschworen hat, dass hier in diesem Lande Wohlstand herrscht, vorzuwerfen, Zitat, wir wollen den Industriestandort kaputt machen, das ist nicht nur falsch, das ist niederträchtig, und das weise ich in aller Form zurück. Sie haben es nicht anders gewünscht, und deshalb wollte ich gar nichts dazu sagen. Aber ja, dann bitte ich aber, sich sehr sorgfältig zukünftig vorzubereiten. In Ihrem Antrag, Ziffer 3, bitte genau zuzuhören. In Ihrem Antrag, Ziffer 3, soll der Hessische Landtag bedauern, dass sich durch die Zustimmung der Landesregierung zu einem Verbot von Verbrennungsmotoren sowie durch die Forderung nach einem Fahrverbot von Dieselfahrzeugen in Innenstädten das Investitionsklima für die Automobilindustrie in Hessen nachhaltig verschlechtert. Damit behaupten Sie, wir hätten erstens einem Verbot der Verbrennungsmotoren zugestimmt und zweitens einem Fahrverbot von Dieselfahrzeugen in Innenstädten. Ich weiß nicht, wo Sie das her haben. Dies ist schlicht falsch. Dies ist schlicht falsch. Lieber Herr Lenders, ich weiß ja nicht, wer Sie spickt. Aber jetzt müssen wir schon einmal ernsthaft miteinander reden. Es geht um den Beschluss des Deutschen Bundesrates vom 23. Juni 2016. In diesem Beschluss gibt es eine Ziffer 4. In dieser Ziffer 4 wird unter anderem gefordert, dass der Bundesrat die Bundesregierung auffordert, sich dafür einzusetzen, neben anderen Dingen, dass spätestens ab dem Jahr 2030 unionsweit nur noch emissionsfreie Pkw zugelassen werden. Nur der Korrektheit halber. Emissionsfreie Pkw bedeutet kein Verbot von Verbrennungsmotoren. Sie können heute technisch, das ist nur ein riesiger Aufwand, natürlich auch die bisherige Technik emissionsfrei gestalten. Genau daran arbeiten die ja, bei Opel und allen anderen auch. Deshalb ist Ihre Behauptung in der Sache falsch. Aber was noch viel schlimmer ist, Sie behaupten, da geht es um die Ziffer 10 in diesem Beschluss des Bundesrates stünde ein Fahrverbot von Dieselfahrzeugen in Innenstädten. In der Ziffer 10 fordert der Deutsche Bundesrat auf, die Bundesregierung sich gegen ein pauschales Fahrverbot in Innenstädten einzusetzen. Ende des Zitats. Ihre Behauptungen sind grundfalsch. Und das muss man hier einmal darlegen. Aber jetzt kommt es noch besser. Weil ich vermeiden wollte, dass aus meiner Sicht zumindest missverständliche Positionen die Zustimmung des Landes Hessen erhalten, hat Hessen dem nicht zugestimmt. Wo haben Sie denn her, dass wir das zugestimmt haben? Sind Sie nicht einmal in der Lage, ins Protokoll zu lesen? Und jetzt kommt der allergrößte Hammer. Die FDP regiert in Deutschland in einer einzigen Regierung, das ist in Rheinland-Pfalz. Dort stellt sie den Wirtschaftsminister. Und jetzt raten Sie einmal, wie Rheinland-Pfalz abgestimmt hat. Rheinland-Pfalz hat zugestimmt. Dort, wo die FDP Verantwortung trägt, stimmt sie zu, um im Hessischen Landtag falsche Behauptungen aufzustellen. Wir hätten zugestimmt, was wir nicht getan haben. Wir können uns in der Sache streiten. Was ich nicht akzeptiere, ist Niedertracht, ist die falsche Behauptung und die Hoffnung, mit Stimmung Stimmen zu kriegen. Meine Damen und Herren, wir haben gemeinsam regiert. Ich habe das nicht vergessen. Ich habe das nicht vergessen. Und ich bin hier so lange, dass ich sehr gut auseinanderhalten kann. Aber weil Sie, Herr Kollege Rentsch, und es tut mir in der Seele weh, wir haben gut zusammengearbeitet, wer mich hier im Plenum auffordert, ich soll einmal Stellung nehmen, der muss ertragen, wenn er Falsches behauptet, dass ich sage, es ist falsch. Wenn er uns Niedertracht unterstellt, dass ich dies zurückweise und dass ich zum wiederholten Mal darum bitte, lass uns in der Sache streiten. Aber versuch nicht, durch falsche Stimmungsmache hier ein Bild zu erzeugen, das der Sache nicht entspricht. Unsere Aufgabe ist, gemeinsam für dieses Land zu arbeiten, um den besten Weg zu ringen. Da müssen wir uns nicht gegenseitig niedermachen. Ich bedauere eine solche Entwicklung. Vielen Dank.
Kolleginnen und Kollegen, bevor ich das Wort an Kollegin Wissler weitergebe, noch einige Klärungen zum weiteren Verlauf. A1 haben sich alle Fraktionen im Gegensatz zu unserer Geschäftsordnung darauf geeinigt, dass die gleichen Redner, wir haben ja eine Aktuelle Stunde, nochmals reden dürfen. So verfahren wir dann auch. Und A2 würde ich dann gerne die zusätzlichen Redezeiten noch einmal bekannt geben, dass die Fraktionen sich darauf einstellen können. Also allen Fraktionen sind noch einmal 7 Minuten Redezeit zugewachsen. Das sind bei der CDU dann 11 Minuten 19 Sekunden. Insgesamt bei der SPD 7 Minuten, bei den Grünen 8 Minuten 16 Sekunden, bei der Linken 22 und bei der FDP 8 Minuten 48. Somit können wir in der Debatte fortfahren und als nächste 22 Minuten Kollegin Wissler, die Linke. 22 Minuten. Mal gucken. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Erneut bangen die Beschäftigten bei Opel um ihre Zukunft. Am 13. Februar wurde bekannt, dass General Motors mit PSA Peugeot Citroën über einen Verkauf der Opel-Tochter Opel Vauxhall verhandelt. Und Betriebsräte und Gewerkschaften erfuhren davon erst aus den Medien. Ich halte das für ein Unding. Das ist nicht in Ordnung gegenüber der Belegschaft. Denn die Beschäftigten sind es, die das Unternehmen zu dem machen, was es ist. Und deshalb haben sie natürlich ein Recht darauf, vernünftig einbezogen zu werden. Die Beschäftigten bangen nun, wie es weitergeht. Mal wieder, muss man leider sagen. Und das ist ganz besonders bitter für die Beschäftigten, die extra aus Bochum umgezogen sind, um weiter bei Opel arbeiten zu können. Einer von ihnen ist Paul Fröhlich. Von ihm las ich in der Zeitung das Zitat: "Die haben uns immer versprochen, dass nach der Schließung in Bochum erst einmal Ruhe ist und Opel gesund weitermachen kann. Was das wert war, werden wir jetzt sehen." Meine Damen und Herren, die Beschäftigten bei Opel haben unsere volle Solidarität. Immerhin wurden die Arbeitnehmervertreter in Deutschland und auf europäischer Ebene mittlerweile zumindest offiziell informiert. Und eher wir erwarten, dass das auch bei den weiteren Verhandlungen so passiert. Mitbestimmungsrechte müssen eingehalten werden. Darauf hat der Ministerpräsident zu Recht hingewiesen. Es ist gut, dass wir uns heute alle einig sind, dass wir an der Seite der Opel-Beschäftigten stehen und Opel in Rüsselsheim ein wichtiger Betrieb für Hessen ist. Aber leider kann das Land wenig bis gar keinen, zumindest direkten Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Und diese Chance wurde in den Jahren 2008 und 2009 leider vertan. Denn ich will zumindest daran erinnern, dass das Land Hessen in der letzten Opel-Krise die Chance gehabt hätte, sich einen Anteil an dem Unternehmen zu sichern und damit auch Einfluss und Mitspracherecht. Man hätte die staatlichen Hilfen, die es gab, damals an Bedingungen knüpfen können. Dann hätte das Land und der Bund jetzt die Möglichkeit, ganz anders Einfluss zu nehmen, zum Wohle und im Interesse der Beschäftigten und natürlich auch mit Hinsicht auf den dringend notwendigen Umbau der Automobilwirtschaft. Das ist mehrfach angesprochen worden, meine Damen und Herren. Der französische Staat besitzt immerhin 14% von PSA. Und damit sitzt zumindest ein Beteiligter am Tisch, dem es nicht nur um betriebswirtschaftliche Fragen geht oder, sagen wir mal, zumindest gehen sollte und könnte. Für Opel wurde diese Chance leider verpasst. Die Manager der beteiligten Autokonzerne sehen natürlich zuerst einmal die Zahlen und nicht das Schicksal der Beschäftigten und ihrer Familien. Ja, es kann eine Chance sein, wenn Opel aus GM herausgelöst wird. Das ist die Frage, wie das am Ende aussieht. Ob PSA und Opel sich gut ergänzen, wie das Konzept für einen Zusammenschluss aussehen wird, das ist ungewiss. Beide Unternehmen haben Autos mit einem ähnlichen Image, ähnlichen Zielgruppen, sind auf Europa fokussiert. Aber letztlich bleibt es abzuwarten, wie sich die Verhandlungen entwickeln und welches Konzept am Ende vorliegen wird. Was aber in jedem Fall klargestellt werden muss, dass im Fall einer Übernahme die gemachten Zusagen und Verträge
wie, dass es bis Ende 2018 keinen weiteren Personalabbau geben soll, dass diese Zusagen weiterhin ihre Gültigkeit haben, meine Damen und Herren. Und darüber hinaus fordern wir, dass es Garantien geben muss, nämlich dass alle Standorte und alle Arbeitsplätze erhalten werden und dass die Beschäftigten an den verschiedenen Standorten nicht gegeneinander ausgespielt werden, wie das in der Vergangenheit zum Teil passiert ist. Wir wollen, dass ein möglicher Zusammenschluss nicht auf dem Rücken der Beschäftigten in Deutschland, in Frankreich oder anderswo erfolgt. Die Probleme und die Umstrukturierungsprozesse in der Automobilindustrie sind natürlich nicht auf Opel begrenzt. Es stellt sich grundsätzlich die Frage, welche Perspektiven es gibt und wie wir die Arbeitsplätze in dieser Branche zukunftsfest sichern können. Die derzeitigen Geschäftsmodelle der Autohersteller sind in vielfacher Hinsicht fragwürdig. Überproduktionen werden angehäuft. Die Auto- und die Automobilindustrie ist natürlich eine der Branchen, wo sich weiteres Wachstum im Widerspruch zu Nachhaltigkeit und im Widerspruch zum Klimaschutz befindet. Die momentane Ausrichtung auf immer mehr und immer größere Autos ist fatal. Der technische Fortschritt bei effizienteren Motoren wird oft nicht in weniger Spritverbrauch gesteckt, sondern in immer weiter übermotorisierte und schwere Autos. Dass mittlerweile Parkplätze wieder größer gemacht werden müssen, weil die Autos größer sind, passt einfach nicht in diese Zeit, meine Damen und Herren. Und selbst wenn von heute auf morgen alle vollelektrisch fahren würden, das Thema Elektromobilität ist angesprochen worden, auch dann wäre die Zunahme des motorisierten Individualverkehrs weder sinnvoll noch wünschenswert. Ich habe gerade heute Morgen eine Berliner Studie, über eine Berliner Studie gelesen, die gesagt hat, gerade also in der Hauptverkehrszeit im innerstädtischen Bereich ist das Auto das langsamste Verkehrsmittel mit durchschnittlich 8 Stundenkilometer gegenüber der Straßenbahn mit 19 und der U-Bahn mit 30. Also von daher muss man natürlich auch sehen, dass es nicht wünschenswert ist, dass der motorisierte Individualverkehr so rum, dass der immer weiter ausgeweitet wird, meine Damen und Herren. Und auch Opel hat zunehmend versucht, in der Liga der Spritfresser mitzuspielen. Zusammen mit Peugeot wurde bereits eine SUV-Plattform gebaut. Ja, Opel steht wie die gesamte Automobilindustrie vor enormen Umbrüchen und Herausforderungen. Und es muss darum gehen, Opel mittelfristig zu einem zukunftsfähigen und nachhaltigen Mobilitätsunternehmen umzubauen. Und Herr Rentsch, da muss man ja nun wirklich kein Technologieexperte sein. Richtig, es ist richtig, dass es Grenzwerte gibt. Und Sie beklagen, man dürfe den Autobauern nicht vorschreiben, welche Art von Autos man baut. Ich bin der Meinung, dass es richtig ist, den Automobilkonzernen Grenzwerte festzuschreiben. Genauso wie es richtig war, dass Katalysatoren irgendwann zur Pflicht gemacht wurden, weil man Umwelt- und Klimaschutz eben nicht allein dem Markt überlassen kann, meine Damen und Herren. Ja, das ist ein Eingriff in die Produktion. Und es ist ein Eingriff in die Produktion im Interesse der Gesundheit der Menschen und der Lebensqualität, der Luftreinheit und des Klimaschutzes. Und da muss ich sagen, da kann ich sehr vielen Worten des Ministerpräsidenten, die er gefunden hat, zu ihrem Antrag zustimmen. Ich finde auch, dass gerade in diesem Antrag, wo immer wieder geschrieben wird, dass Klimaschutz, dass Grenzwerte Arbeitsplätze gefährden, wo erstens eine Angst geschürt wird, die völlig irrational ist, aber eben auch genau die Frage Arbeitsplätze, Klimaschutz, Umweltschutz gegeneinander ausgespielt wird. Ich halte das für gefährlich, und ich glaube sehr wohl, dass wir uns überlegen müssen, wie die Automobilindustrie nachhaltig, umweltfreundlich und allein dadurch auch zukunftsfest gestaltet werden kann, meine Damen und Herren. Denn es ist doch vollkommen klar, die Produktion von Autos wird an ihre Grenzen stoßen. Sie ist es doch bereits, weil es Überproduktion gibt, weil sich die Mobilität, aber auch das Kaufverhalten der Menschen verändert, angesichts von Carsharing, angesichts der Entwicklung von selbstfahrenden Autos. Das bedeutet, dass für viele der Besitz eines eigenen Autos nicht mehr sinnvoll ist, nicht mehr notwendig ist. Die Gründe der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der Lebensqualität, all das macht es doch sinnvoll, Alternativen zum Auto zu stärken. Und da reden wir über
Thorst Schäfer-Gümbel hat schon angesprochen, über die dringend notwendige Verkehrswende, die wir doch brauchen, und wo man darüber diskutieren kann, dass ein Unternehmen wie Opel bei der Verkehrswende eine Rolle spielen kann. Es kann eine Rolle spielen, wenn die Weichen dafür richtig gestellt werden und wenn Opel nachhaltig wirtschaftet. Und ich finde, da kann man wirklich nicht sagen, angesichts der vielen Arbeitsplätze, die daran hängen, alleine 15.000 hier in Hessen, und es hängen ja noch viel mehr, also hängen ja noch mehr indirekt daran, da finde ich, kann man sich nicht hinstellen und sagen, die Politik soll sich da einfach raushalten. Ich habe vorhin gesagt, dass ich mir gewünscht hätte, man hätte 2008, 2009 Entscheidungen getroffen, die uns mehr auch direkte Mitsprachemöglichkeiten eröffnet hätten. Aber ich finde, dass diese Entwicklung, die wir jetzt haben, natürlich von der Politik kritisch beobachtet, aber vor allem auch begleitet werden muss, um Einfluss zu nehmen und vor allem um die Arbeitsplätze zu sichern. Meine Damen und Herren, unsere Solidarität gilt den Beschäftigten bei Opel und bei PSA. Sie dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden und der Gewinnoptimierung geopfert werden. Wir wünschen den Beschäftigten alles Gute, dass sie bald Gewissheit, Planungssicherheit und dass sie vor allem eine gesicherte Zukunft bei Opel haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Kollege Rentsch für die FDP-Fraktion, 8 Minuten 48. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, Herr Ministerpräsident, jetzt darf ich vielleicht zunächst einmal feststellen, weil das ja, so habe ich es jedenfalls empfunden, schon recht emotional war. Das Letzte, was ich Ihnen vorwerfen würde, wäre Niedertracht oder niederträchtig. Und das sage ich auch für meine Fraktion, nämlich auch für Kollegen Lenders und für mich in Anspruch. Das ist nicht unsere Intention, und ich bitte Sie, das auch zu unterlassen. Das ist, glaube ich, auch nicht angemessen in der Frage. Nö, ich sage es, können Sie ja anders beurteilen. Ich glaube, das ist kein angemessener Stil im Umgang miteinander. Ich weiß, dass Sie in einer Koalition sind, wo Sie mit einem Koalitionspartner auch Sachen im Konsens in irgendeiner Form zusammenbringen können. Das ist Ihr Bündnis sozusagen. Das würde ich nicht als niederträchtig oder in irgendeiner Form beurteilen, sondern es gibt unterschiedliche politische Position. Und deshalb war meine Bitte auch nur, und das wäre ja ein schöner Punkt, wenn das heute mit Ihrer Rede hier klargestellt würde, dass das, was wir bisher als Klimaschutzaktionsplan, was da so raussickert und was da so vorliegt, sozusagen im Umlauf ist, wenn Sie heute sagen, das kommt so nicht, wenn das Ihre Aussage ist heute, das kommt so nicht, dieser Klimaschutzaktionsplan wird in Hessen nicht das Tageslicht erblicken, dann bin ich froh und gehe heute beruhigter aus dieser Debatte raus. Ein Frontalangriff auf mich bringt den Arbeitern bei Opel, der Ministerpräsident, keinen Schritt weiter. Aber ein Klimaschutzaktionsplan, der nicht kommt, das, glaube ich, könnte den Kollegen deutlich weiterhelfen. Und deshalb wollen wir, das war ja Ihre Botschaft, wir könnten nicht einmal im Protokoll nachlesen. Ich habe jetzt ein paar Sachen, da müssen wir jetzt einmal in die Details gehen. Also mal neben der Tatsache, dass Ihr Verkehrsminister, glaube ich, auch Ihrem Kabinett angehört, ist ja die Initiative von Herrn Al-Wazir für die Einführung einer blauen Plakette, die Gott sei Dank krachend gescheitert ist, auf der Verkehrsministerkonferenz vor 3 Monaten, auch eine Initiative Ihrer Landesregierung gewesen. Und die würde übrigens dazu führen, dass 90% der Dieselfahrzeuge nicht mehr in Städte fahren können. Ich glaube, es ist ein Punkt, wo wir gemeinsam wahrscheinlich der Auffassung sind, das macht wenig Sinn. Zweiter Punkt zum Thema. Der Bundesrat hat mit hessischen Stimmen beschlossen, das Verbot des Verbrennungsmotors ab 2030. Das ist eine Initiative gewesen, der Hessen zugestimmt hat. Und bei aller Liebe, auch das ist ein Punkt, den wir mit Ziffer 4, ich habe die Protokolle da, auch diese, es gab ja mehrere Initiativen zu dem Thema, auch dieser Punkt, Herr Ministerpräsident, da können Sie sagen, 2030 ist noch weit entfernt, ist doch aber ein klares Zeichen dafür, dass die Politik in Deutschland nicht mehr auf den Verbrennungsmotor setzt, der in seiner Wertschöpfungskette, anders als die Batterietechnik, die ganzen sozusagen Wertschöpfungsstufen erreicht, die wir mit der Elektromobilität gar nicht erreichen. Und deshalb geht es bei dieser Debatte, ich hätte mich gefreut, Sie hätten dazu etwas gesagt, doch nicht nur um Opel. Es geht doch in dieser Debatte auch um die Hunderte von Zulieferunternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern in der Region, die wir aus der Magna-Debatte, können wir uns daran erinnern, die ganz wesentlich sind für die Frage, was für Wertschöpfung in Hessen bleibt und was nicht in Hessen bleibt. Dann ein Punkt, der mir wichtig ist, weil wir das im Hauptausschuss mittlerweile auffällig ja immer schon wieder vorantragen.
Sie haben uns gerade kritisiert, das Abstimmungsverhalten, wir müssen es immer aufwendig recherchieren, hätten wir nicht nachgelesen. Wir nehmen die Kritik, wenn der Ministerpräsident sagt, immer auch ernsthaft auf. Genau diese Abstimmungsverhältnisse werden im Bundesratsprotokoll nicht notiert. Und ich bin dankbar, wenn wir uns gemeinsam dafür einsetzen. Wir fragen das jetzt immer nach, weil wir, ich muss es leider sagen, der Landesregierung nicht trauen. Das werden Sie mir nachsehen. Das Vertrauen ist nicht so weit, dass ich sage, Sie machen das immer richtig. Wenn das demnächst sozusagen so kommt, freue ich mich darüber. Aber bei der Frage der entscheidenden Bundesratsinitiative hat das Land Hessen zugestimmt. Und bei aller Liebe, Herr Ministerpräsident, das gestatten Sie mir jetzt zum Schluss auch im Respekt vor Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Amt. Dass die Landesregierung an verschiedenen Stellen in den letzten Monaten und letzten drei Jahren wichtige Punkte, die wir mal genauso gesehen haben, ob das das Thema Jagdverordnung ist, ob das das Thema Landwirtschaft ist, oder das Beispiel der Windenergie, wo Sie noch versprochen haben, die wird nicht mit der Bereitschaftspolizei gebracht, dass wir mittlerweile Zweifel haben, ob Ihre Aussagen so gelten, wie sie vor drei Jahren noch gegolten haben, meine Damen und Herren, das dürfen Sie uns nicht vorwerfen. Es ist ein Resultat Ihrer eigenen Politik und der eigenen Realität, die in Hessen mittlerweile Tatsache ist. Und deshalb, ich darf zum Abschluss sagen, ich glaube, wir können gerne hart in der Sache streiten. Ich glaube auch, dass wir, was wir in Rüsselsheim gemeinsam im Wissenschaftsbereich gemacht haben, dass das richtig war. Aber ich sage noch einmal, ich wünsche und erwarte auch, dass wir hier keine Krokodilstränendebatten führen nach dem Motto, es ist alles schlimm, sondern dass wir es schaffen, endlich Rahmenbedingungen für die Automobilindustrie zu setzen, die sie im Land hält und nicht vertreibt. Und da ist, Herr Ministerpräsident, der Ball bei Ihnen. Kommt der Klimaschutzaktionsplan so, wie wir ihn kennen, oder kommt er nicht? Das ist die entscheidende Frage. Damit können Sie heute aufräumen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat das Wort Kollege Boddenberg für die CDU, 11 Minuten 19. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Keine Sorge, so lange brauche ich nicht. Aber ich will jetzt schon noch einmal die Dinge hier auf den Punkt bringen, Herr Kollege Rentsch. Sie sagen zu Recht, dass das Abstimmungsverhalten im Bundesrat nicht festgehalten wird. Das stimmt, aber Sie wissen genauso gut wie ich, dass in den jeweiligen Runden in der Reihe der A-Länder, der B-Länder und auch jetzt der GRÜNEN es immer so war, dass es vor den Sitzungen des Bundesrates völlig klar war, wer welchem Antrag zustimmt. Sie haben behauptet, die Landesregierung in Hessen hätte dem zugestimmt, also dem Verbot von Verbrennungsmotoren. Wenn Sie eine solche Behauptung aufstellen, müssen Sie sie belegen können. Sie können sie schon alleine deswegen nicht belegen, weil Sie selbst eben erklären, das Abstimmungsverhalten würde gar nicht festgehalten. Aber ich sage Ihnen noch einmal, wir beide kennen das Verfahren. Ich war fünf Jahre, wie Sie wissen, dort, und Sie kamen ja dann auch irgendwann dazu. Und wir alle wissen, dass die Frage, wer welchen Anträgen zustimmt, vorher feststeht und auch festgehalten wird in den jeweiligen Runden, in den Vorbesprechungen. Und damit haben Sie heute das getan, was wir nicht tun dürfen. Sie haben etwas behauptet, was definitiv falsch ist. Und das Schlimme ist, Sie wissen auch noch, dass es falsch ist. Kolleginnen und Kollegen, ich will aber noch ein paar andere Punkte aufgreifen, Herr Rentsch, weil Sie so tun, als sei die Automobilwirtschaft in ihrer Wettbewerbsfähigkeit nun völlig isoliert unterwegs und haben hier den Eindruck erweckt, als hätte Opel die Entwicklung verschlafen. Also, zunächst einmal wollen wir feststellen, Sie haben von dem Zeitpunkt der Krise 2009, 2010 gesprochen, dass das Unternehmen GM und Opel damals eine sehr wechselhafte Beziehung hatten. Zum einen war es so, dass es in dem Forschungszentrum, das heute schon mehrfach angesprochen worden ist, in Rüsselsheim Leistungen produziert worden sind für den Mutterkonzern, die nur in Teilen in Rechnung gestellt bzw. bezahlt worden sind. Eines der großen Probleme, das Opel seinerzeit hatte, war, dass die amerikanische Mutter krank gewesen ist und zwischenzeitlich, das wissen Sie, im Verlauf der Folgejahre mit insgesamt 50 Milliarden Dollar Steuergeld aufgefangen werden musste. Wir reden über GM und darüber, dass dieses Unternehmen einen lupenreinen Insolvenzantrag gestellt hat und am Ende dazu gekommen ist, dass über 72% der Anteile von GM in den Händen der US-Regierung und der Regierung in Kanada gewesen ist. Also von wegen, der Staat sollte sich raushalten, dieses Unternehmen gäbe es heute gar nicht mehr und damit halt auch das Unternehmen Opel. Und ich will einen weiteren Punkt noch schon ansprechen, Herr Kollege Rentsch. Wenn Sie denn Zeit haben, reden wir auch über den Klimaschutzplan. Erste Behauptung ist, Sie lesen einen Klimaschutzplan. Herr Kollege Lenders hat sich dazu geäußert, den es noch gar nicht gibt. Könnten wir das auch einmal festhalten? Es gibt noch keinen Klimaschutzplan, den Sie kommentieren können. Zweite Bemerkung.
Zweite Bemerkung: An den Entwurfspapieren und an der Diskussion hätten Sie ja teilnehmen können. Haben Sie nicht gemacht, weil Sie angeblich nicht eingeladen worden sind. Es ist Ihnen mehrfach nachgewiesen worden, dass Sie ausdrücklich von der Umweltministerin in diese Runden eingeladen waren. Sie sind nur nicht hingegangen. Und heute zu erklären, dass das alles ganz schlimm ist, A, ohne zu wissen, was drinsteht, und B, sich selbst der Debatte entzogen zu haben, finde ich ein starkes Stück und finde ich unredlich. Und eine letzte Bemerkung, Herr Kollege Rentsch, will ich auch machen. Ja, wir haben heute viel über diesen Teil der Wirtschaft gesprochen, über ökologische Fragen gesprochen, über das, was wir in Brüssel gemeinsam beschlossen haben, Stichwort Klimaschutz, was in Paris auf der großen Umweltkonferenz beschlossen worden ist. Man kann ja sagen, dass einen das alles nicht interessiert. Das ist jedenfalls der Eindruck, den ich habe, wenn ich Ihnen und Ihren Parteifreunden in den letzten Jahren zugehört habe. Aber man sollte dann auch einmal sagen, dass man, als man noch Verantwortung getragen hat, die Dinge anders gesehen hat. Ich weise Ihnen in Dutzenden Zitaten nach, wie Sie sich 2011 zur Energiewende verhalten haben. Sie haben selbst erklärt, die Energiewende und alles, das, was damit verbunden ist, hat in Hessen eine wirtschaftliche Heimat. Ja, das haben wir gemacht, gemeinsam gemacht. Nämlich, dass sich daraus tolle Ideen, tolle Entwicklungen in allen Branchen, insbesondere auch in der Automobilindustrie, entwickelt haben. Das können wir doch nicht außer Acht lassen. Wir sehen auch und gerade in dieser Entwicklung der ökologischen, der Ökologiewende und der Energiewende riesengroße Chancen und nicht wie Sie nur Unwill und am Ende Kosten, die am Ende zur zum Verlust von Wettbewerbsfähigkeit führen. Sie haben sich aus all dem, was moderne Technologien in dem Bereich anbelangt, vollkommen verabschiedet, und das sollten Sie sagen. Wir, die FDP, haben mit Klimaschutz nichts am Hut, wir haben mit regenerativer Energie nichts mehr am Hut, und am Ende steigen wir wieder in die Kernkraftwerke ein, damit wir zurückfallen auf Los, auf das Jahr 2010, bei dem Sie damals dabei gewesen sind, als wir diesen Wurf gemeinsam, diesen großen Wurf, auch auf Ihre Veranlassung hin und mit Ihrer gemeinsamen Unterstützung auf den Weg gebracht haben. Herzlichen Dank, Herr Rentsch. Bleiben Sie ehrlich. Vielen Dank, Herr Kollege Boddenberg. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache zu dieser Aktuellen Stunde. Wenn ich das richtig sehe, sollen alle Anträge abgestimmt werden. Jedenfalls ist keine Ausschussverweisung notiert. Ist das richtig? Dann stimmen wir ab über den Antrag der Fraktion der FDP betreffend Opel und die weitere Entwicklung der hessischen Automobilindustrie, Drucksache 19/4566. Ich bitte um das Zeichen, wer dem Antrag zustimmt. Das ist die FDP-Fraktion. Gegenstimmen? Soweit ich das sehe, ist es der Rest des Hauses. Ich frage zur Kontrolle. Enthaltung? Gibt es keine. Das heißt, der Rest des Hauses stimmte gegen diesen Antrag, der damit abgelehnt ist. Wir kommen dann zur Abstimmung über den Dringlichen Antrag der Fraktionen CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19/4568. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Zeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, GRÜNEN, SPD und DIE LINKE. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist dieser Antrag bei Enthaltung der Fraktion der Freien Demokraten ansonsten einstimmig beschlossen. Meine Damen und Herren, damit ist die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 47, abgehalten.